Leider. Auf jeden Fall, dein Geist ist frei, ne? Natürlich kann man dich fangen, einsperren, aber dein Geist ist immer frei. Und dein Geist ist das, wo du dich mit identifizierst und du dich entscheidest, Patrick zu sein, dann bist du Patrick und bleibst Patrick für immer. Und diese Weltmachtsfantasien, wer hat das nicht? Ich bitte dich. Viktorianische Zeitalter, hat Ja. das was mit dem Christentum zu tun? Hat das was mit den Briten? Liegt das in der Genetik Ja. der Briten zu Ja. tun? Ja. Warum hat man die Welt Weil erobert? es um Unterdrückung ging. Es ging Und um Spanier. Unterdrückung und das Ausnehmen der Leute. Darum ging es. Oder das spanische Weltreich damals. Oder das portugiesische. Hat das was mit der Religion zu tun? Hat das Nee, mit der die Hautfarbe zu wurden tun? eingeladen, so wie wie der Islam nach Spanien. Hast du schon vergessen, wa? Ich schick dir das gleich. Die wurden Schau. eingeladen, Da Alter. wird dir die Kinnlade runterfallen. Naja. Wie gesagt, zeig du mir irgendein Video, Alter. Ich weiß, wie die Geschichtsbücher sind und ich weiß, dass der Islam sich über den ganzen Nordafrika ausgebreitet hat und bis Spanien und das 800 Jahre lang kontrolliert hat. Und das haben die nicht freiwillig mit sich machen lassen, die Spanier. Guck mal, du sagst ja, die haben ja mit der Gewalt, haben sie die ganze Welt erobert, ne? Oder zumindest die arabische Welt, islamische Ja. Welt. Zum Beispiel in Nordafrika. Nordafrika ist auch Tunesien, richtig? Richtig. Ja, Tunesien gehört dazu, ja. Genau, und da ist eine Insel, die nennt sich Djerba. Und da ist die älteste Synagoge der Welt. Die ist Ja. älter als die in Palästina, die ist älter als die in Berlin, die ist Ja. älter als die in New York. Und die Ja. steht Djerba in der Synagoge. Und weil da jetzt Waren die zu eine blöd? Synagoge steht, ist alles friedlich, oder Nee, was? waren die zu blöd, die zu zerstören? Die sind vor 1400 Jahren, ja? Die ist 2000 Jahre alt, die Synagoge. Die sind vor 1400 Jahren dahingegangen. Dann finden die eine also 600 Jahre alte Synagoge. Vertreiben alle Juden, töten alle Juden und Christen, ne? Aber sind so blöd, das Gebäude kaputt zu machen. Alter, du holst einfach ein Beispiel von irgendeiner Insel, Alter, und weil da das Ding nicht zerstört wurde, ist jetzt alles friedlich oder was? Nee, aber die haben doch Was voll ist, was Kopf hast du auf für dem Volk. Gedankengänge? Nee, weil ihr sagt, die hassen die Juden, hassen die Christen, hassen Ihr die alle solltet weggemacht. euch mal darüber klar werden, dass der politische Islam eine echte Gefahr darstellt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr Lügner. Sag mal so, die Politik stellt allgemeine Gefahr dar. Ob die islamisch ist oder christlich oder jetzt gerade zionistisch, Politik Ja. stellt immer eine Gefahr dar, richtig? Richtig. Da gebe ich dir sogar recht. Ja, darum geht das, Wir haben Politik und richtig Krieg. viele Probleme auf diesem Planeten, aber die Antwort ist nicht der Koran. Aber auf jeden Fall, der Islam wird Deutschland, nur weil man jetzt im Zionismus quasi die Zügel gelegt hat, wird man nicht Deutschland automatisch islamisch. Du hast doch selber eine Partei oder was weiß ich, Politik und kannst selber Politik machen und Also hören. du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass man hier in Deutschland sich nicht der islamischen Bevölkerung anbiedert? Was bitte? Anbiedert? Anbiedert, ja. Also du musst dich nicht unterwerfen, nein. Das ist anbiedern bedeutet auch nicht unterwerfen, sondern dass wir halt euch hier alles durchgehen lassen. Scheißegal, was es ist. Das solltet ihr nicht. Ja, und so viel Rechte haben nämlich Christen in Saudi-Arabien oder Katar oder sonst irgendwo, haben die nämlich nicht. Guck mal, genau das ist das. Sag mir mal bitte die Geschichte von Saudi-Arabien. Weißt du über die Geschichte von Saudi-Arabien? Ja, wo angefangen? Gründung etc. Ja, erzähl mal. Ja, Saudi-Arabien ist das erste Land nach der Zerlegung des Osmanischen Reiches. Man hat das Osmanische Reich zerlegt im Ersten Weltkrieg. Das ist das erste Land, das seine Unabhängigkeit gekriegt hat. Komisch. Die anderen wurden alle nach kolonialisiert, weil Imperialismus, England, das weiß man ja, Erste Weltkrieg, alle anderen Länder wurden besetzt. Saudi-Arabien hat einen Freifahrtschein Servant, bekommen. ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, und zwar Emirate. Christen und Juden haben genauso viele Rechte in muslimischen Ländern wie Muslime. Ja, dann erklär mir doch mal, warum Christen und Juden nicht nach Mekka dürfen, du Superheld, du Islamversteher. Und das hat ja nichts mit Hetze zu tun. Ja, das mangelt euch einfach an Bildung, das ist Aufklärung. Sobald man irgendwas anspricht, ist das immer Hetze, Hetze, Hetze. Ohne Scheiß. Euch fehlt es einfach an Bildung. Das war an den Chat, Sir. Das war nicht an Ja, mich. schon verstanden. Auf jeden Fall, Saudi-Arabien wurde als erster Staat unabhängig. So eine Unabhängigkeit, damals, da gab es ja noch nicht die UN, da gab es den Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hat man vielen Ländern gesagt, ne, ich meine sogar die Japaner, ihr seid noch nicht reif genug, ihr seid noch nicht zivilisiert genug in der Birne, um eine Staat, also ein Staat zu sein, beziehungsweise eine Nation. Deswegen war Palästina auch besetzt.
ja, nach dem Ersten Weltkrieg. Unter anderem, wie an die anderen Länder auch. Außer Saudi-Arabien hat man gesagt, ihr könnt ein Königreich. Ihr seid gut, weil ihr seid treue Hunde. Ihr hört aufs Wort, ihr Saudis. Was wir Briten sagen, macht ihr. Und das machen die bis heute, ob das die USA ist oder die Briten. Und so haben sie ihre Unabhängigkeit gekriegt, konnten direkt British Petrol verkaufen, Erdöl. Und auf einmal ist Saudi-Arabien der Standard des Islams. Die Wichser, ja, die den Romanischen Reich verraten haben, zusammen mit den Briten, ja, haben sie gegen die Türken gekämpft, werden unabhängig 1921. Und dann auf einmal werden diese Hunde der Briten zu den Repräsentatoren des Islams. Und alle sagen, schau doch mal nach Saudi-Arabien. Richtig. Das Paradebeispiel. Da gibt es keine Kirchen und keine Synagogen. Da gibt es nur Moscheen. Auf jeden Fall. Und Mekka, das stimmt, Steve, oder Brotherhood, das stimmt, da darf kein Andersgläubiger rein. Mekka soll quasi keine Gotteslästerung erfahren. Ach so, es ist eine Gotteslästerung. Ich wollte gerade sagen, was ist denn daran Gotteslästerung, wenn ich doch als Christ oder als Jude mir das einfach mal anschauen möchte? Was hat das denn mit Gotteslästerung zu tun? Das ist doch hochgradig rassistisch. Das ist Intoleranz, Alter, vom Feind. Genau. Seven, ich wollte nur mal sagen, natürlich steht Saudi-Arabien gerade deswegen, wegen dem, was du gerade so schön beschrieben hast, weil es zeigt im Grunde genommen nichts anderes, dass es einmal vorgekommen ist, dass Ungläubige oder die große ungläubige Mächte euch oder einem Land, einem islamischen Macht und Geld angeboten haben und statt zu ihrem Glauben zu stehen, zu ihren Brüdern, zu ihrem Rückgrat, was du ja gerade anprangerst auch an so, hat man was genommen? Geld und Macht. Da bieten euch die anderen mal einmal was an und dann wird das auch noch direkt angenommen. Das zeigt doch, genau das zeigt doch richtig schön, wenn man Geld und Macht denn bekommt. Ja, dann springt man auch mal über diesen Glaubensschatten. Ne? Gucken wir mal die Bildung an. Die regen sich auf, dass die deutsche Regierung Israel unterstützt. Und Le Bill, du Intelligenzbestie, und schreib dir also, liebe Moslems, bitte grün wählen. Also was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Weil hier, nicht ihr, die Familie Saud, das heißt ja Saudi-Arabisch, dass eine Familie ist. Wenn du jetzt Sarino heißt, dein Nachname Sarino, du hast das Land geschenkt gekriegt und haben gesagt, hier, nenn's wie du willst, Phantasialand. Saudi-Arabien ist nichts anderes als ein Phantasialand-Name. Also ist Saudi-Arabien nicht muslimisch geprägt und wird auch nicht muslimisch geführt. Schon alleine, dass es den Familiennamen Saudi hat. Ja? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Doch, und die Familie ein Königreich ist. Das ist unislamisch. Und trotzdem ist das die Staatsreligion. Ja, leider. So, und jetzt gehst du hin und sagst, ja anscheinend, dass das gar keine echten Muslime sind. Nach Scharia würden die geköpft werden, die Herrscher in Saudi-Arabien. Welche Scharia? Zum Beispiel, dass sie diese Gier, ja, diese Gier nach Geld, das ist eine Sünde. Mhm. Da sind Leute, die haben Hunger und die schwimmen Wenn du sagst, in Saudi-Arabien, ne, sind die am meisten, die halt eigentlich ungläubig leben. Also aus der Sicht von Saudi-Arabien nach hierhin, nach den Muslimen, die hier in Deutschland leben, ne, in der Tipico, Shisha-Bar, TikTok, hier TikTok da, noch ein bisschen am Spielautomaten und so, ne? Also Goldkette noch hier, ich schwöre auf meine Toten, ich piepse deine Toten, ne? So wird heutzutage, ist kein Witz, ne? Das haben wir gestern erst wieder erlebt, auch hier in Patricks Leib. Also, ne, wenn du aus saudi-arabischer Sicht sind die Saudis garantiert immer noch 10-mal gläubigere und frommere Gläubige, als es jemals die Muslime in Europa oder gerade in Deutschland, ne? Also Manuelsen etc. Du verallgemeinerst zu sehr. Guck mal, du bist nicht der Deutsche, wie Patrick der Deutsche ist. Und Patrick ist nicht der Deutsche, wie vielleicht der Sven hier im Chat der Deutsche ist. Ihr seid unterschiedlich, ne? Und so ist das auch bei den Saudis selber. Es gibt Saudis, die haben Nippelpiercings, ja? Siehst du jetzt nicht, wenn sie ihren Hijab tragen. Gehen sie aber ins Ausland Party machen, dann siehst du die Nippelpiercings, ja? Ja, dann sind das Heuchler. So wie Menschen halt sind. Menschen sind alle Heuchler oder Lügner oder verwirrt oder... Menschen sind Menschen. Ob das ein Deutscher ist oder ein Pakistani, wir sind alle gleich. Das musst du wirklich verstehen, Patrick. Genau. Und das, was du verstehen musst, ist, dass eure Scharia und euer Gottesgesetz in keinem Land anständig funktioniert. Aber warum wollt ihr es für Deutschland?
Ich will das gar nicht für Deutschland. Manche wollen euch extra provozieren und sagen, ja. Und was ich dir vorhin sagte, das Verfassungsschutz in der Moschee, warum? Weil Deutschland sicher ist, stabil, die Institution. Das ist eine Festung. Nach außen hin sind wir alle frei und können toben und machen, was wir wollen. Wir werden aber alle kontrolliert. Und denkst du, die Leute wollen Deutschland als Festung abgeben? An Saudi-Arabien? Oder an Afghanistan? Deutschland bleibt Deutschland mit seinen deutschen Regeln. Ja, zionistisch von mir aus. Ja, genau, bis ihr in der Mehrheit sagt. Was sagt euer Koran darüber, wenn ihr in der Mehrheit seid? Was sagt er darüber? Auf jeden Fall, dieses Mehrheitssystem ist eigentlich, was ihr vorhin angesprochen habt, und zwar demokratisch. Mehrheitsrecht. Ist so. Ach so, das heißt, wir sollen dann zugucken, wie immer mehr hierher kommen und man dann uns demokratisch die Demokratie abschafft, oder was? Guck mal, eigentlich das Mehrheitsrecht ist eigentlich demokratisch gesehen, aber Demokratie gibt's hier im Westen gar nicht. Wenn man demokratisch fragen würde, den Deutschen jetzt, ne? Steve, Borsellino, dich, wollt ihr Migranten eigentlich haben in diesem Nein, Land? Nein, wollen wir nicht. Richtig, und dann wären wir alle weg, aber es gibt keine Demokratie, dich wird niemand fragen, dich auch nicht, Borsellino, und dich auch nicht. Ja, Steve. Das ist das Problem unserer linksversifften Medien und der Politik, die einfach nicht wirklich mal drauf gucken, was diese ganzen Neubürger hier in Deutschland so treiben. Doch, das wissen die, aber denen ist das ja, scheißegal. Und das interessiert auch dass es wichtig ist, dass die Leute mal nicht, überleg mal, die sitzen alle in Deutschland, heben jetzt in Kollektiv Palästina fahren, heben in Kollektiv Israel fahren, davor Ukraine, statt wir alle mal die Gemeinsamkeit nehmen, dass wir deutsche Bürger sind und für Deutschland mal auf die Straße gehen und deren Legitimation eigentlich und Besatzung aufheben oder was auch immer, ne? Hauptsache mal irgendwas für Deutschland, ne? Da gehen wir nicht im Kollektiv auf die Straße. Leute, dessen Arsch sich hier, dessen Hintern hier sitzt, hier in diesem Land, die heben jede andere Fahne im Kollektiv wie jeder hoch, habe ich das Gefühl. Wenn in der Türkei Wahlen sind oder was auch immer, dann wird hier auch Türkei fahren. Alle Fahnen schwenken sie hier gerne. Aber mal im Kollektiv die deutschen Staatsbürger einfach mal für Deutschland. Nee, da schimpfen sie mich denn ein Nazi lieber, statt mit mir Schulter an Schulter und zu checken, dass ey, ich gehe auch für das Land, in dem du sitzt und in dem du dich gerne befindest gerade hier. Da schimpfen sie einen, den Reichsbürger und Nazi. Das ist geil. Mhm. Ja. Echte Demokratie gibt es leider nirgendwo. Genauso wie es echte Scharia nirgendwo gibt. Und die beiden, sage ich mal, politischen Systeme werden sich auch nicht so durchsetzen, weil die zu menschenfreundlich sind. Ja? Und da gibt es halt Leute, die an der Macht sind, die wollen die Macht nicht abgeben. Und das ist nicht der kleine Imam von der Berliner Nur-Moschee oder so. Nee, aber du verstehst anscheinend nicht, dass das für andersgläubige Menschen eine Beleidigung ist, wenn man sich in die Stadt stellt und schreit, es gibt nur einen Gott. Schreien ist sowieso nie schön, ne? Ja, oder wenn der das da von seinem Turm da runterplärt. Es gibt nur einen Gott außer Allah. Meinst, das ist in einem christlichen Land, ist das eine Frechheit. Stell dir mal vor, du gehst nach Saudi-Arabien und sagst, es gibt kein Allah, es gibt nur Jesus Christus. Was passiert mit dir? Ich sag mal so, ich weiß es nicht. Ja, dann bist du fällig! Dann bist du fällig! Vierteilen oder Steinigen oder Elektroschock. Man gibt dir 3 Tage Zeit, das zu überdenken. Du kannst den Islam nicht verlassen. Dann droht dir die Todesstrafe. Na, zuerst drohen sie dir ja mal mit, dass du, wie du schon gesagt hast, dass man sich nochmal umentscheiden kann. Danach muss man dann entweder das Land verlassen und wenn man das auch nicht möchte, muss man den Tod in Kauf nehmen. Ja, guck mal, und das mit dem Islam, ja? Das könnt ihr in diesen Ländern euch vorstellen wie mit dem Grundgesetz. Wie wenn jemand sagt, ich verabschiede mich vom Grundgesetz. Dann wirst du auch verhaftet. Dann wirst du auch Bedenkzeit. Du wirst nicht geköpft, ja? Aber auf jeden Fall wirst du auch eingesperrt, beziehungsweise als Staatsfeind behandelt. Weil du das die Grundordnung. Das Merkwürdige beim Islam ist halt, dass wenn du mit Gläubigen redest und sie auf ihre Sünden denn oder wenn sie irgendwas gemacht haben, das jetzt nicht islamkonform wäre, dann egal in welchem Land auch, ne, das kann ich mir ne gut vorstellen, aber ich kann ja nur von hier reden, wie ich es hier erlebt habe, denn ja, für meine Sünden muss ich später gerade stehen, ne, vor Allah. Das wird immer jedes Mal. Aber wenn einer im islamischen Land nicht islamisch sein möchte, dann müsste er doch auch dafür, wenn er sich täuscht, irgendwann hat er denn halt die A-Karte, wenn er sich geirrt hat, steht vor Allah und hat nicht an ihn geglaubt. Das ist denn sein Bier. Aber er muss dann mit seinem Kopf im Leben dafür bezahlen, weil Menschen ihn gerichtet haben. Guck mal, Servant. Ich hab ja gerade gesagt, was passiert, wenn du den Islam verlässt, dass du dann getötet wirst, ne? Wenn du nach 3 Tagen dir das nicht anders überlegst. Und daraufhin kommt die Antwort von Emirate hier, ist ja auch richtig so. Da siehst du, wie friedlich das ist.
Nein, das so, guck mal, ich im Chat, ne? Im Chat bin ich manchmal charakterlich auch anders, als wenn ich hier live hier oben stehe. Manchmal, da ist man ein Troll. Und das sollen wir jetzt akzeptieren. Nicht alles ernst nehmen, was da im Chat geschrieben wird, das will ich damit sagen. Ach so. Wenn du alles ernst nehmen würdest, was da im Chat steht. Nee, dein Problem ist einfach, dass immer wenn der Islam was Gutes tut, dann war es der Islam. Und immer wenn was Schlechtes passiert, dann war es nicht der Islam. Dann hat es nichts damit zu tun. Gar nichts. Und weißt du, wie man das nennt? Heucheln. Nein, guck mal, ich sag mal so, ich als Mensch, ne? Ich bin jetzt ein Individuum-Mensch. Ich mache gute Sachen und ich mache schlechte Sachen. Manchmal schäme ich mich für meine schlechten Sachen. Eigentlich immer. Nach der getanen schlechten Tat. Ne? Diese Sünde oder wie du die auch nennen willst. Und diese Sünde habe ich begangen. Nicht meine Eltern, auch nicht das Buch, das meine Eltern mir vorgelesen haben. Ja, diese Tat habe ich begangen und ich schäme mich dafür und das ist meine Sünde. Ja, und ich, warum sollte das dann jetzt kollektiv, genau, diese Kollektivbestrafung kennen wir ja mittlerweile von der NATO und den Zionisten. Warum sollen alle bestraft werden für mein Fehlverhalten, wenn ich einen Ladendiebstahl begehe? Weil ich kein Geld hatte und dachte, komm, das ist leicht, assi, so, ist kein Detektiv in der Nähe, komm, steck ein, kriegt keiner mit. Diesen Fehler, der begeht nicht nur der Christ oder der Atheist, der macht auch der Moslem. Moslem ist ein ganz normaler Mensch, ja? Nicht alle, ja? Aber ich meine so diese Dinge, die im Leben passieren oder das Kollektiv, Seven, aber wie im Kollektiv agiert wird, das wirkt auf uns, ne, manchmal nicht besonders stabil, was ich dir ja vorhin auch erklärt habe, dass das ja unterirdisch ist, wenn man auf die Straße geht, wenn die historischen Feinde irgendwo militärisch die Oberhand haben und Muslime sterben, weil die historischen Feinde Amerikaner oder Israelis intervenieren, aber nicht einmal auf der Straße gewesen, wenn es Muslime waren, die andere Muslime getötet haben, dann war man nicht einmal und hat auch ein Zeichen hier gesetzt, dass man A, nicht mit diesen Leuten konform ist, dass die Religion benutzen, das wäre ein geiles Signal gewesen, und B, dass es einen wirklich um Menschen geht, dass es einen wirklich um Opfer geht, darum, dass Menschen dort sterben und dass man deswegen auf die Straße geht. Wenn man das deswegen, dann hätte man das auch gemacht, wenn das ISIS macht, aber man macht es nur bei den historischen Feinden. Und Servant, ist der Islam judenfeindlich? Nein. Okay, dann gehen wir mal darauf hin, guck mal. Lies mal mit. Ich bin gerade ein bisschen am Handwerken. Ich höre die ganze Zeit. Ach so. Warte mal, wir gehen mal nur auf Juden ein. Eine Sekunde, ich blende mal was anderes ein. Nur um auf die Juden einzugehen. Eine Sekunde. Das ist ja schon eine Zusammenfassung von jemand mit einer vorgefestigten Meinung. Nein, das steht ja in euren Büchern. Eine Sekunde. Ja? Naja, dem Koran zu unterstellen, dass alles, was da drin steht, schlecht ist, ist mindestens genauso falsch, wie zu behaupten, dass alles, was da drin steht, gut ist. Das ist es auch nicht. Eine Sekunde, das ist immer so klein, das Vorschaubild. Aber kriegen wir hin. Ich hab ihn hier liegen, du musst mir nur Suche und. Ja, mache ich sofort. Kannst du mitlesen? Ich klapp ihn live auf. So, kein Problem. Ich möchte gerne auf Borsellino eingehen gerade. Und zwar zum Beispiel... Okay, da haben wir es zum Beispiel. Einmal kurz ausführen. So. Der Christchurch-Mörder, ne? Das war ein weißer Mann in Neuseeland. Neuseeland ist bei Australien. Und er sagt, oh, die Muslime sind über... Er, ein weißer Mann in Neuseeland. Neben Australien. Als weißer Mann sagt er, die Muslime sind überall auf der Welt, ist nicht in Ordnung. Läuft Amok mit seiner Head-Kamera da, ne? Der Dashcam, läuft Amok durch die Moscheen, tötet dann wahllos Menschen... Habe ich verlangt, dass sich irgendein weißer Mann, der sich Christ nennt, davon distanziert? Nein, weiß ich. Tun wir aber. Er hat den Unterschied selber genannt. Seven, du hast den Unterschied doch selber sogar genannt. Du hast selber gesagt, da hat ein weißer Mann. Richtig. Hat da seine Knarren bemalt, hat da, ne, und genau, ich habe aber von Organisationen geredet, die euer Buch hochhalten, wenn man jetzt, ich hab seinen Namen vergessen. Die eure Religion eigentlich beleidigen, so wie ihr es ja immer sagt. Ihr sagt ja auch immer, die beleidigen, das ist Etikettenschwindel. Eigentlich müsstet ihr euch doch, ihr seid wegen Kurt Westergaard, wegen einer Zeichnung mit einer Bombe im Turban, im Kollektiv auf die Straße gegangen, aber nicht derjenige, der den Namen des Propheten auf einer Fahne geschrieben hat und echte Bomben wirft. Da habe ich nicht einmal gesehen, dass man sich mit einem Kollektiv auf die Straße geht, aus Menschenmitleid auch den anderen Muslimen gegenüber, die von dieses getötet wurden. Ja, dafür müsste man aber auch erstmal Mitleid mit den Leuten haben.
Guck mal, gehen wir doch jetzt mal auf das Antisemitische ein. Du hast ja gesagt, du hast den Koran da liegen. Da liegen. Dann erklär mir das doch mal. Sure 2, Vers 120. Ihre Herzen seien verhärtet, sogar härter als die der Steine. Ja. Sie hätten ihren eigenen Propheten umgebracht. Ihnen sei nicht zu trauen, sie seien als Verräter zu betrachten. Punkt, alles auf einmal, das ist dann zu schwer, wenn ich auf alles so ein. Ja gut. Nochmal. Dann gehen wir mal auf Sure 5, Vers 16. Ihnen sei nicht zu trauen, sie seien als Verräter zu betrachten. Ja, hört sich ein bisschen nach Klischee an, aber wenn wir die Historie, wenn wir jetzt nach Historien gucken, dann ist das ein paar Jahrhunderte, nachdem der Koran verfasst wurde, in vielen europäischen Ländern auch so empfunden worden. Und dann, das Ding ist, Jahrhunderte, du sagst gerade Jahrhunderte, nachdem der Koran verfasst wurde. In Europa. Das heißt also, das, was da steht, ist ja schon Jahrhunderte vorher geschrieben wurde, bevor die überhaupt so wahrgenommen wurden. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Nee, pass mal auf. Guck mal, das Judentum, ne? Genauso wie das Christentum oder der Islam, sind orientalische Religionen. Die kommen da aus dem Orient. Das ist da die Region. Irgendwann mal haben die sich nach Europa verbreitet. Christentum und Judentum. Islam kam später, ja. Nach Europa. Viel, viel später. Auf jeden Fall, die Religion, diese Gruppe, Volksgruppe, hat sich nach Europa abgesetzt, ja. Spanien, ja, Deutschland, etc. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ob die alle den Koran gelesen haben, obwohl sie ihre eigene Bibel noch nicht übersetzt hatten zu dieser Zeit, weil die Bibel wurde erst vor 500 Jahren übersetzt, haben die sich gedacht, hey, diese Volksgruppe, die nimmt Wucher, was unsere Religion gar nicht erlaubt, und hinterher gehört ihnen das gesamte Land. Die waren jetzt hier 100 Jahre und haben sich alles angeeignet. Am besten, wir kicken die raus. Ja, das rechtfertigt doch den Hass. Ja, und dann haben die Europäer... Das ist doch das Motiv! Dann haben die Europäer diese Volksgruppe rausgejagt. Und das ist jetzt auch die Sure, die gerade hier, wo ist er? Steve, da. Steve vorgelesen hat. Den ist nicht zu trauen. Die machen Geschäfte mit dir, ziehen dich aber ab. Da sei dir mal sicher. Jeder Jude. Auf jeden Fall die Zinsgeschäfte. Nee, machen. Ja, aber jeder Einzelne. Nein, die Zinsgeschäfte. Man redet ja über das Kollektiv. Ja, kommen wir mal zu Zinsgeschäften. Wie kommt es, dass fast alle muslimischen Länder arm sind? Und jetzt kommen nicht, ja, weil sie durch den Westen ausgebeutet werden. Ja, hat das vielleicht was mit Erbrecht und diesem Bankensystem zu tun? Warte mal. Kennt ihr Tillmann Knechtel? Nee, sagt mir nichts. Kauf kein Promi? Ah doch, den kenne ich, klar. Ja, da kann man auch sehr, sehr viele Informationen holen. Die will ich jetzt hier bei TikTok nicht äußern. Ja, dann solltest du dir mal anhören, was dieser Mann auch über den politischen Islam erzählt. Ja, höre ich mir auch an. Und das ist alles in Ordnung. Das ist seine Meinung, seine Wahrnehmung. Oh, der Roy hat eine Anfrage gestellt. Aber er kommt nicht so beleidigend drüber. Er sagt, findet er nicht toll, für ihn eine Lüge, etc. Ist richtig, seine Meinung, soll er haben. Ja? Trevor hat sogar neulich in dem Dings mit dem Erbrecht, irgendwo steht da was sogar drin, dass das ein Recht ist. Darf ich mal ganz kurz stören? Darf ich eure Unterhaltung mal ganz kurz stören? Patrick? Oh, ich habe deine Kamera aus Versehen ausgeschaltet. I'm sorry. Warte, ich mach wieder an. Ich bin ja gerade Landesparteitag Neubrandenburg. Ich zeig dir mal, was die Antifa aufzubieten hat. Warte mal kurz, Patrick. Jetzt gucken wir uns live die Versager von der Antifa an. Leute, ihr dürft gespannt sein, ihr dürft auch gern liken. Die ganze Menschenmenge. Leider haben sie nicht viel zu bieten. Das ist wirklich. Geh mal hin! Das sind feige, vermummte, steinewerfende Brandstifter. Ich würde das noch angucken, ich möchte auf die Frisuren hinweisen. Der Friseur ist gestorben, da kommen die leider nicht für. Komm, geh mal 3 Meter. Kannst du noch näher hin? Geh mal näher hin. Da steht doch ein Container. Alle rein da. Halt mal still. Halt mal die Kamera. Das ist übrigens Landesparteitag. Das ist alles, was sie können. Alles. Geh mal hin. Sonst erkennen wir die nicht. Geh mal hin und sag ihnen, wer du bist, Roy. Das wird die wahrscheinlich so raus. Muss auf TikTok gucken. Kannst du selbst ankommen. Weiß die Beamten mal auf ein Vermummungsverbot hin in Deutschland? Weiß die Beamten mal auf ganz links? Die können gar nichts. Ganz ich sag, weiß die Beamten doch mal auf das Vermummungsverbot hin. Der ganz links. Guckt euch das an. Die Polizisten kenne ich, Alter. Privat. Grüß dich mal von mir. Guck mal hier, Glatzkopf. Hast gehört? Da bist du gleich diskriminierend. Roy, grüß mal bitte. Guck mal hier. Von mir, ja. Von dem Feuerwehrmann, grüß mal die Polizisten. Fünf Tester sind auch anwesend. Ist das geil.
Guck mal hier, sexuelle Anzüge. Also ganz ehrlich, die will an meinem Ding ran. Die will an mein Ding ran, ich schwöre euch. Roy, grüß doch mal bitte die Polizistin von mir. Ich kenne sie privat. Ey, mal ganz ehrlich, und dafür muss die Polizei stehen und das Wochenende um die Ohren schlagen, Alter. Ohne Scheiß. Ja, die tun mir echt schon fast leid, ja. Ja, die tun mir auch leid. Ich hab schon überlegt, aber nur fast. Bringt. Aber Jungs, wollt ihr einen Kaffee haben? Kannst du noch mal ganz kurz die Kamera hochschalten und auf die Flagge da oben zeigen? Ah, nee, ich dachte gerade schon. Nee, die hat auch keinen Kaffee angeboten. Du musst aufpassen, Mädel. Auf die Weiß. Aber das mit dem Zuhören, das kriegen sie ja sowieso nicht so richtig hin. Ist das geil, oder was? Auf jeden Fall, voll geil, voll geil. Guck mal. Sag den mal, ihr seid ja fast ein Dutzend. Als ob die wissen, was ein Dutzend ist, Steve. Hör drauf. Guck mal, alles junge, liberal aufgewachsene, die haben doch gar nicht die Probleme gelebt, die wir leben, Alter. Die sind liberal aufgewachsen. Doch, doch, doch. Die haben diese Probleme jeden Tag. Wie sie sich hinter ihrer großen ohne Decke Scheiß, verstecken, Alter. Das ja, ist ja total geil. Für die paar oh, da, guck mal. Da Nachwuchs, ganz Antifa. Ich noch nicht mal für Alter. Ich meine, gar nichts. Das ist die aber jetzt mal ganz im Ernst, du kannst die Polizistin von mir rund grüßen, die da stand. Ich erkenne ihren Hintern wieder. Was steht hier? Was steht hier? Die Reu sich hinter der Polizei versteckt. Die Polizei steht doch davor, Luis. Ja, aber das ist ganz ehrlich. Die Polizei tut mir selber leid. Die tut mir echt ohne Scheiß, die tut mir selber leid. Nee, Augen auf bei der Berufswahl. Luis, dir wächst ja sogar schon ein Bart, Alter. Was? Ah. Bisschen aus wie Sido. Nur eine Käppchen. Warte mal. Übrigens, Neubrandenburg. Der Marktplatz Neubrandenburg. Also, ihr ganzen Hater, wenn ihr wissen wollt, wo Roy ist, er hat's euch gerade gesagt. Ihr dürft gerne vorbeikommen. Ohne Scheiß, Alter. Der Hater hat auch was zu sagen. Bei sowas auch mal Bescheid, Alter. Ich will, also wenn der erst auf Ort, heute Abend, aber er ist abgespielt. Wird nur aufgezeichnet. Aber ohne Mist, ist das Bescheid sagen, ich wäre vielleicht auch mal gern wirklich ernsthaft, hätte ich jetzt vielleicht mal mitbekommen. Ich hätte mal Bock drauf. Na gut, so, ich muss wieder rein. Ich wollte nur mal einen kurzen Ausschnitt zeigen. Patrick, Steve, ja, das ich wünsche euch viel Spaß noch. Das war sehr erfrischend. Für die Truppe hätten sie doch auch einen Wachtmeister hinstellen können. Roy braucht nur noch eine Cappy und dann ein bisschen wie Sido, Alter. Aber auf jeden Fall hätte ich wirklich Bock, Alter, wenn er fragt, wenn das möglich ist. Ne? Ich bin in Niedersachsen, wenn er da eh mal durchfährt, irgendwo hinfährt, so ein Ding. Ich hab da Bock drauf, mich mit den Antifanten zu fetzen, ja. Ja, guten Morgen oder guten Tag. Ja, schade, Mann. Hallo, Lambo. Hi, ich wollte gerade sagen, Roy, schrei mal, wir impfen euch alle. Das wäre gut gewesen, ey. Scheiße. Boah, pinkelt. Wir impfen euch alle. Ich bin geboostert. Ja, das hätte er sagen sollen. Ich bin geboostert. Das wäre echt cool gewesen, ja. Der hätte noch Applaus bekommen von denen direkt. Lambo, ich brauche mal übrigens deinen Rat als Mediziner. Du bist ja mein behandelnder Psychoarzt. Ob das in Ordnung für dich ist, dass ich mich mit guter Laune Baum selbst medikamentös behandle, gelegentlich. Immer, du bist ja in Deutschland und du kannst dich selbstverständlich selbst behandeln mit Robert Franz ja. Und was du auch immer möchtest, selbstverständlich. Ich wollte nur meinen Psychodoktor einmal dazu fragen. Okay, nur des Gewissens wegen. Du sollst täglich deinen Brokkoli konsumieren, hat er gesagt. Nee, das habe ich nicht gesagt, aber es steht ihm frei. Das ist, wie gesagt, ne? Aber Robert Franz nimmt gesundes Gemüse, Brokkoli und so, ist alles in Ordnung. Ich bin ein Deutscher, selbst wenn es verboten wäre, ne? Für mich gilt das nicht. Oh, die fangen schon an damit, die sind schon dabei, ein paar Sachen rauszuhauen mit CDL und ein paar andere Geschichten. Supplements, vernünftige Supplements, die nicht mit irgendwas verseucht sind.
zu verbieten. Da gibt es schon die ersten Gesetzesänderungen. Ja, das siehst du ja an Robert Franz. Das machen sie bei ihm seit über 10 Jahren. Die verbieten ihm alles, egal was. Jedes Vitamin, jedes Supplement. Deswegen muss er ja an Tiere verkaufen und darf nicht an Menschen verkaufen. So, jetzt sind wir aber voll vom Thema abgekommen. Dann würde ich den Steve gerade nochmal groß machen. Ich habe aber nur kurz eine Gegenfrage an Sie, ganz kurz. Ist das Judentum christenfeindlich? Ja. Ja? Inwiefern? Ja, die sagen, sie haben die einzig wahre Wahrheit und dass die Christen auf dem Holzweg sind. Und was passiert mit den Christen, wenn die in der Mehrheit sind? Nochmal? Was passiert mit den Christen, wenn die in der Mehrheit sind? Gar nichts. Gar nichts? Was meinst du jetzt? Du meinst jetzt bei den... Nochmal die Frage. Warte. Nochmal die Frage. Okay, Lambo. Die Frage ging an mich, ob der Islam judenfeindlich ist. Und jetzt habe ich eine Gegenfrage gestellt. Ist das Judentum christenfeindlich? Ja, haben wir ja schon verstanden. Und wenn dann die Christen in der Mehrheit wären, was dann die Juden machen würden? Nein, was die Juden, wenn die in der Mehrheit sind. Was die mit den Christen machen? Das, was passieren würde, hat ja jetzt also nochmal, wenn die Juden in der Mehrheit sind, was sie dann mit Christen machen würden? Das ist die Frage. Ja. Weiß ich doch nicht. Guck mal, was da steht. Bin ich ein Jude? Muslime machen im Juli 2016 aus ihrem Hass kein Hehl mehr. Aber jetzt warte mal. Mit Israel steht auf dem Plakat, das würden. Ja. Also pass auf, warte ganz kurz. Also gerade das Judentum und die Moslems sind ja sehr, sehr ähnlich. Das heißt, du meinst, bei denen ist auch so eine Regelung drin, sobald sie die Mehrheit haben, aber das wären ja dann die Christen. Wie würde sich denn dann verhalten, wenn die Moslems die Mehrheit hätten bei den Juden? Mhm. Das ist öfters passiert, zum Beispiel das Osmanische Reich. Das kann man historisch quasi gucken, was ist da passiert. Sind die ausgerottet worden? Wurden die gefehlt? Wurden die gekreuzigt? Etc. Kann man alles gucken. Gab es ja das Osmanische Reich, war quasi ein Experiment. Da haben die drei Weltreligionen unter der Herrschaft der Muslime zusammengelebt. Im Judentum haben wir die Erfahrung noch nicht gemacht. Wir beobachten jetzt, dass Israel immer mehr Macht kriegt. Ja, wenn der Islam die Vorherrschaft hat, dann geht das klar. Aber wenn der Islam nicht die Vorherrschaft hat, dann geht es eben nicht klar. Nee, pass mal auf. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob da jemand so weggebombt wurde im Osmanischen Reich. Wahrscheinlich nicht. Aber wir sehen jetzt, sterben Christen. Es werden Christen verjagt in Palästina. Sind nicht nur Muslime. Alle mal, ihr Muslime sind auch Christen. Ja, und Drusen. Und die werden momentan alle gleich... Hast du denn schon mal Christen gesehen, die irgendwelche Juden verjagen oder Moslems verjagen? Persönlich nicht, habe ich nicht gesehen. Ja, auch so, allgemein, woanders. Hast du schon mal sowas gesehen? Ja. Wie in Pakistan zum Beispiel vor ein paar Wochen, was da abgegangen ist und so weiter. Ich meine, hast du sowas schon mal gesehen? Das zum Beispiel Zweite Weltkrieg war ganz bekannt mit den Juden und da Spanien waren die Muslime unsere Partner, wie oft noch. Nochmal, nein. Also warte mal, ganz kurz, intervenieren nochmal. Nazis sind keine Christen. Richtig. Okay. Warum macht ihr auf Nahostexperten? Wer hat die Christen in Palästina denn bitte schön verscheucht und gejagt? Wer? Juden. Die Muslime beschützen die christlichen Kirchen in Palästina. Was macht denn hier ein auf Nahostexperten? Was machst du denn auf Experte, Bro? Ich bin Palästinenser, Bro. Aber der Bruder hat recht, die Christen werden beschützt von den Muslimen. Ja, sicher, na sicher, aber nur wenn sie die Jizya entrichten. Was? Schrei mir nicht so rum, du Philipp. Alter, ich schmeiß dich gleich wieder raus aus meinem Chat. Das geht ganz schnell. Aber warte, okay, dann nehmen wir jetzt das Beispiel Pakistan vor über einem Monat. Was war denn da los? Die Christen wurden da gejagt, sie wurden Kirchen zerstört und so weiter von Moslems in Pakistan. Okay, dann nehmen wir das. Widerspricht sich eure Aussage gar nicht. Warte mal, wie konnten dann die eine Kirche bauen? Wie konnten die eine Kirche bauen, wenn das verboten ist? Natürlich, warte wenn man so eine Armut kommt. Dann nehme ich das beste Beispiel, die Amerikaner. Dann sage ich auch nicht, jetzt haben wir schon zwei davon hier drin und die können sich wieder nicht benehmen. Die Amerikaner sind doch Christen. Wie viele Länder bombardieren diese Christen? Warum stellt ihr Sie machen das aber nicht im Namen von Jesus! Und du kannst mit Jesus keinen Tod legitimieren! Das sind nicht die Amerikaner, das ist die amerikanische Regierung. Das ist ein himmelgroßer Unterschied. Wer waren denn die Kreuzritter? Ja, warum ja keine waren Rolle. Die Kreuzritter? Nee, Moment, stopp! Warum sind die Kreuzritter denn da hingegangen? Warum? Kreuzritter da hingegangen? Ja, warum? Was haben die Kreuzritter gemacht?
Nee, aber warum sind die da hin? Ich weiß nicht, was die Europäer da zu suchen hatten. Die haben die Jerusalem von der Herrschaft der Muslime befreit. Was? Die haben die aber nicht. Junge, also woher holst du deine Informationen? Digga, wann war denn der erste Kreuzzug? Nee, du beantwortest jetzt mal meine Frage. Wann war der erste Kreuzzug? Wann der erste Kreuzzug war? Was? Wann war der erste Kreuzzug? Welches Jahr? 12. Jahrhundert oder so. Es war 1095. Vor Christus. Und das war, weil einfach die Muslime 400 Jahre lang die Jerusalem eingenommen haben und den christlichen Pilgern aus Europa verboten haben, dahin zu gehen. Aber doch, glaubst du nicht, dass es um die Seidenstraße ging, dass es um wirtschaftliche Mächte ging? Es ging trotzdem auch darum. Warum lügst du? Palästina gehörte schon immer den Palästinensern und den Muslimen. Warum lügst du? Die ersten Menschen auf diesem Boden waren die Kaaniter. Die Kaaniter waren die Araber, nicht die Hebräer. Jesus kam mit der hebräischen Sprache. Ja, und was hat Jesus jetzt mit den Juden zu tun? Also ihr seid jetzt von den Bombardierungen von US-amerikanischen Regierungen zurück in erste Menschen in Palästina gekommen. Also ich weiß nicht... Palästina gehörte schon immer den Palästinensern. Hört auf hier Fake News und irgendwelche... Ja, und Deutschland gehört schon immer den Deutschen, also knickt euch das. Warte mal, jetzt mal ehrlich. Fakt ist, dass während der Kreuzzüge gab es 4 große Schlachten und 400 Jahre vorher gab es im Namen des Islam Tausende von Schlachten. Was stimmt mit dir, nicht allein diesen Vergleich zu ziehen? Und selbst wenn beides genauso schlimm gewesen wäre, machen denn die Taten der Christen die Taten im Islam weg? Machen die Verbrechen des einen die Verbrechen des anderen denn legitim oder wie muss ich mir das vorstellen? Hör mal zu, Habibe, guck mal, wisst ihr, warum der Islam bekämpft? Wisst ihr warum? Weil es genau solche Lügner und Heuchler wie euch gibt. Ja, dann bekämpf uns! Dann bekämpf uns! Hörst du mal zu? Komm! Oder halt deine Fresse jetzt im Internet. So, du fliegst jetzt hier raus, du kleiner Spaß. Ihr bombardiert Easy peasy! Du drohst mir hier garantiert nicht? Auf jeden Fall, ihr Lieben, ja? Ihr Lieben, ich möchte euch was sagen bei YouTube. Aber hast du es gerade wieder gesehen, Severant? Ja, aber ich bin nicht ehrlich. Hast du wieder gesehen? Das ist dein Glaubensbruder! Guck mal, viele trennen sich auch von dir als Landsmann, ja? Weil die Nein, tun sie nicht! Und dein Verhalten wäre nicht korrekt. Ich finde, alle Menschen sollen so sein, wie sie sind. Ja? Nee, alle Menschen sollen anständig sein. Die sollen nicht so sein, wie sie sind. Nein, nee. Wenn irgendein Mensch ein Satanist ist, soll er das nicht sein. Stimmt überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Entschuldigung. Ja, und dann nochmal, um das hier mal ein bisschen aufzufächern, damit ihr mal irgendwie mal klar im Kopf kommt. Nochmal, wir waren bei der amerikanischen Administration, es wurde der Vorwurf erhoben, ja, dass die Amerikaner andere Länder bombardieren. So, dass die amerikanische Wache, ganz kurz, darf ich das kurz zu Ende führen. So, das bedeutet also, die amerikanische Regierung ist das, ja, und seltener sind das, die das tun, ja. Die amerikanische Bevölkerung hat sich keine Kriegslüge ausgedacht, nicht eine einzige, niemals, haben sie niemals getan. Genauso wie die Deutschen sich nicht ausgedacht haben, nach Ukraine irgendwelche Waffen zu liefern. Wir haben ein ganz anderes Problem und da trafft ihr alle nicht. Das nennt sich neue Weltordnung. Die Satanisten, die sind das Problem. Ja? Und er redet gerade, warum tun Moslems die Christen bekämpfen, wegen solchen Leuten wie euch. Alles ein Schwachsinn. Er rafft es nicht, da es sich um Satanisten handelt. Die sind die Ursache allen Übels und da müssen wir, wenn überhaupt, hingucken. Ne? Das muss mal einer begreifen langsam. Neue Weltordnung, da ist die Ursache. Und ich kann das belegen. Jeder kann das belegen. Lambo. Die Blutkastenlüge hat nicht die amerikanische Bevölkerung erfunden. Ist das richtig? Richtig, Lambo, ich stimme dir in allem zu. Ich stimme dir wirklich in allem zu, aber ich mache selber den Fehler. Ja? Ob das mein Glaubensbruder vorhin war oder ich oder einer von euch, wir machen immer den Fehler und vergleichen, ja, was habt ihr gemacht, ja, was habt ihr gemacht, ja, was habt ihr gemacht? Ja, ihr habt ja anscheinend nichts gemacht. Doch, aber wenn doch, nein, weil jeder Typ vom Islam sagt immer voll friedlich, wir sind immer die Opfer gewesen, wir haben nie was falsch gemacht. Auf jeden Fall kann man bei YouTube finden, wird das behauptet oder wird das nicht behauptet? Geh da jetzt nicht so drüber weg. Das wird von jenigen Personen behaupten, die das behaupten. Richtig. Ich behaupte das nicht. Das ist gut. Aber ich sage dir, bei YouTube gibt es ein Video, das ist 2 Minuten lang, da stehen alle Geldkonflikte, die es jemals gab, historisch aufgezeigt. Jeder Krieg, ob das jetzt in Asien war oder sogar im Islam. Ja, weiter, ja? Es ist der Satanismus, ja. Ja, und dann sieht man alle Kriege, die wir in unserer aufgezeichneten Menschheitsgeschichte haben, ne, mit Jahr. Also das Jahr des Geschehens ist da auch. Und dann siehst du, natürlich gab es im Orient viele Kriege, aber nicht so viele Kriege wie in Europa. Oder sogar alleine in den USA durch die Bürgerkriege und so. Wenn man sich diese Geschichte anguckt, nach den
jetzt wirklich Statistik. Scheiß Statistik, ich mag das nicht. Aber wenn wir gucken jetzt. Das sind alles Fake News. Das sind aber so gute Historiker wie wir. Nee, das sind Fake News, genauso wie alles, was wir sagen, für dich Fake ist. Okay. Dann ist das Fake News. Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Zum Beispiel auch der 30-jährige Krieg und etc. wird alles da, kommt alles vor, ne? Natürlich kann man dann gucken, das sind Menschen, die sich gegenseitig umgebracht haben. Und das sind Satanisten, wie Gambo es gesagt hat. Jemand, der einen anderen Menschen umbringt, der ist gerade Satans Werkzeug. Der ist ein Satanist. Jemand, der einen anderen dein Leben nimmt. Und warum lässt die Scharia dann in verschiedenen Teilen zu, dass man auf irgendwelchen Gründen heraus Menschen tötet? Ganz ehrlich, Patrick, wenn ich dir jetzt einen Kinderschänder ausliefere, dir persönlich in deine Wohnung. Ja, und dann habe ich nicht das Recht, ihn zu töten. Und ich sagte, der hat das und das gemacht und dann will ich sehen... Ich habe trotzdem nicht das Recht, ihn zu töten. Ja, hast du nicht das Recht, aber was du dann... Weil wer den Mörder tötet, wird zum Mörder, nicht zum Helden. Aber du musst die Leute irgendwie, wie heißt das? Guck mal, sagen wir so, wenn du einen Hund hast, der bissig ist, was machst du mit dem? Erziehen. Ja, geht nicht. Es gibt manche Hunde, die sind extrem... Das stimmt nicht. Es gibt immer wieder Beweise dafür. Es liegt nur an dem falschen Erzieher, ganz einfach. Ja, es gibt hier genug Beispiele dafür, wie Menschen ja auch schwerst gefährliche Hunde wieder zu lammfrommen, vernünftigen Hunden hinkriegen. Das ist viel Arbeit, da gehört auch Erfahrung zu. Ja, ich hatte auch einen Stanford. Ein Boxer Whistler, ja. Jetzt habe ich zwei Chihuahuas. Ein Hund ist das, was der Besitzer mit ihm macht, das Herrchen. Richtig, und nichts anderes. Es gibt und keine aggressiven Hunde. Und das es ist aber gibt ausgeprägten... Und genauso gibt es eigentlich Weise. Und genauso gibt es eigentlich auch keine aggressiven Menschen, außer sie werden dazu gemacht. Das geht sogar teilweise ohne... bei mir ist tatsächlich... Ich weiß nicht, wie ich das mache, ne, keine Ahnung. Aber das gibt es auch tatsächlich andere, bei denen ist das so. Könnt ihr euch mal bitte alle durch stumm schalten? Wir haben hier Rauschen hinten dran. Bei Katzen bei mir, ne, ich habe neulich jetzt wieder eine kennengelernt, die auch meine Apothekerin jetzt des Vertrauens ein bisschen geworden ist. Und bei der, die hat zwei Katzen und eine davon aggressiv auch. Und bei mir ist ganz oft so, dass bei Katzen, die aggressiv sind, bei mir nicht, ist kein Witz, ich komme rein in den Raum, ich habe das Tier vorher noch nie gesehen, es setzt sich zu mir, es lässt sich streichen, alles, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne? Ja, aber das führt ja jetzt vom Thema weg. Tatsache ist, dass es bei Menschen genau wie bei Hunden ist. Es gibt auch keine Menschen, die Rassisten sind. Das ist etwas, was man lernt, indem man selber erzählt bekommt, man selbst ist der Gute und der andere ist der Böse. Und die Leute fallen darauf reihenweise rein. Ja, das sollte man mal erkennen, man spielt mit uns, ja, und wir haben ein ganz, ganz anderes schwerwiegendes Problem als überhaupt Religion, ja, also wie gesagt, ich zum Beispiel bin Agnostiker, das heißt, ich verteidige weder das Christentum, noch das Judentum, noch den Islam, ja. Und trotz all dem bin ich in der Lage zu erkennen, ja, dass diese drei Sachen, ja, nicht das wirkliche Hauptproblem ist auf dieser Welt. Auf dieser Welt haben wir viel eher das Problem Satanismus, diesen Kult. Der ist viel, viel schwerwiegender und er ist, in der in alle eingreift. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Ja, der Islam ist leicht zu missbrauchen aufgrund seiner Bedingungen. Ne? So, und da ist so, was die Amerikaner, also nicht die Amerikaner, ich tue selber Fehler, die amerikanische Administration, die NWO-Terroristen, ja, die sogenannten Satanisten, immer wieder ausnutzen. Und da ist so das Übel überhaupt, was die Menschen nicht begreifen. Dieser politische Islam, von dem ja gesprochen wird, der existiert ja dann nur durch Finanzen und durch Anregung, dass dieser Extremismus ausgenutzt werden kann. Muss nicht, kann. Liegt immer an den Menschen, die es mit sich machen lassen. Das ist ja das Entscheidende. Ja, und der Radikalismus, wie gesagt, die haben ja auch genug Moslems leben, überall auf der Welt leben Moslems, die leben ihre Religion, wie sie meinen, sie zu leben. Ja, aber es gibt immer welche, die diktieren und sagen, du lebst sie falsch. Ich habe bis jetzt zum Beispiel einen mit Marokkaner drüber gesprochen. Ja, und dann sagte ich zu ihm zum Beispiel, gut, du hast jetzt hier deinen Islam. Und wenn ich einem Afghanen das erzähle, was du mir erzählst, dann sagt er zu mir, du bist kein Moslem. Und du sagst zu mir, aber er ist kein Moslem. Und so weiter. Ja, das heißt, so, aber das sind die Radikalen. Es gibt Mächte, die gerne Gegebenheiten ausnutzen, um Krieg zu machen. Das ist ja kein, aber im Islam ist halt die Tragödie daran, dass der Islam selber diese Fläche dafür optimal bietet, um ihn für Krieg auszunutzen, aufgrund seiner Schriften.
Das ist ja richtig. Selbst Adolf Hitler hat gesagt, dass wenn die Nazis oder die Deutschen zu dem Zeitpunkt damals, wenn die den muslimischen Glauben gehabt hätten, hätten sie die Welt erobert. Nur durch das Christentum mit seiner Vergebung und so weiter hat das nicht funktioniert. Das sind Originalaussagen von Adolf Hitler. Und das ist auch ein Beispiel, dafür, wie man den Islam ausnutzen kann. Selbst Hitler ist gekommen und konnte den Islam ausnutzen. Dass die Schraube an der Gläubige drehen können, wären die Schriften und eine Reform, sondern sie können nicht dafür sorgen, dass es nicht böse Mächte gibt, die versuchen, Dinge auszunutzen. Das kann keiner verhindern, das wird es immer geben. Das ist keine Schraube, an der die Gläubigen drehen könnten, sondern die Schraube, an der die Gläubigen drehen könnten, wäre halt die Reform diesbezüglich, die diese Schriften so reformiert, dass sie nicht mehr so für Krieg missbraucht werden können. Guck mal. Ich stimme Lambo in vielen Punkten zu, zum Beispiel mit NWO und diesem Transhumanismus-Ding. Und warum ist die NWO so gegen den Islam? Wenn wir uns angucken, die letzten 30 Jahre. Sie ist gegen alle Religionen. Aber hauptsächlich wird gegen den Islam gewettert, ne? In den Er wird hauptsächlich ausgenutzt. 9-11 Inside Job, es wurde natürlich auch instrumentalisiert von einigen Mitläufern, Trittbrettfahrern, aber im Prinzip, im Kern ist der Islam, die Ideologie, das Mindset, eine Gefahr für die NWO. Weil die NWO, was die vorhat, das ist ja quasi ein Glaubensbekenntnis, das die Menschen dann ablegen müssen. Also selbst das die Judentum. Leute sind doch schon unterworfen. Da muss doch nur jemand anders kommen und die unterwerfen. Das sind doch schon unterworfene Menschen. Aber selbst das Judentum ist eine Gefahr für die NWO, selbst das Judentum. Das Christentum noch nicht mal so, aber das Judentum genauso wie der Islam, weil beide haben sehr radikale Teile in sich. Guck mal, das Original-Judentum, richtig, auch. Aber dieser Zionismus hat ja quasi nur ein paar Hirschen rausgenommen aus dem Judentum, nutzt die, um politisch seine Agenda durchzuziehen. Ja? Wer, das Christentum? Nee, der Zionismus. Der Zionismus. Er hat ein paar Sachen aus dem Judentum genommen, ja, aus der Bibel, um quasi seine Agenda durchzuziehen. Wie zum Beispiel die Rückkehr des Messias. Ja. Der Messias wird ein Tech-Gigant sein, sage ich dir. Der Messias wird Full-HD-Jesus sein und nichts anderes. Ja, genau, Full-HD-Jesus, dieser Begriff. Ja. Ja. Aber wir Muslime, leider ist das so, ne, ob es gefällt oder nicht, wir wissen, es kommt ein falscher Full-HD-Jesus. Steht schon bei uns im Buch, passt auf, ja. Wir werden nicht die Mächtigsten sein. Da wird eine Gruppe sein, die mächtiger ist. Und da wird einer kommen und sagen, ich bin Full HD Jesus. Und viele werden mitlaufen, ja, und quasi ihn anerkennen als Full HD Jesus. Der Muslim nicht. Das stimmt nicht. Da irrst du dich gewaltig. Also ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich was. Ich kann dir ja genau beschreiben, wie es passieren wird. Und du sagst, es wird der Falsche kommen. Ja, ich gebe dir einen Tipp, wer der Falsche sein wird. Der Falsche wird Trump sein. Ja, dem werden viele folgen, viele Moslems nicht. Aber wenn Full HD Jesus kommen wird, dann werden da alle von überzeugt sein, weil der Falsche war ja schon mal da. So, und der Falsche, weißt du, was der kann? Der kann in deinem Kopf reden. Ja? Und ich weiß, der kann auch Tote wieder lebendig machen. Ja, pass auf, nicht nur das. Er kann auch der redet in deiner eigenen Muttersprache. Und wenn fünf andere Menschen neben dir stehen, die alle eine eigene Muttersprache habt und Jesus war im Himmel, ja, und ist nachher wieder weg, werdet ihr euch alle gegenseitig bestätigen können. Er hat mit allen Menschen auf dieser Welt gleichzeitig gesprochen und zwar in seiner Muttersprache, das kann nur ein Gott. Richtig. So wird man denken wegen der Nanotechnologie, die man sich dann irgendwie gegeben hat. Ja? Ja, der wird Beweise also schaffen, das ist nur einer der Beweise, ja, der wird auch einen Menschen spalten, in zwei Hälften schneiden und ihn nachher wieder zusammenfügen und so weiter und die Leute werden auf diese ganze Show reinfallen. Ich sag jetzt mal zum Beispiel so, Was das Doofe ist das daran, dass sie das jetzt gesagt hat, jetzt werde ich mir einfach einen anderen Plan überlegen. So. Ja, guck mal, alle werden darauf reinfallen, aus dem einfachen Grund, ja, weil sie gläubig sind. Das ist aber erstmal das Hauptproblem Nummer eins. So. Und jetzt musst du dir vorstellen, alle Atombomben dieser Welt, ja, die sind ein verdammtes Gummibärchenwaffe, ist das gegen einen Gott, an den alle glauben und der gesteuert wird. Was meinst du, was das für eine Waffe ist? Ja. Was meinst du, was das für eine Waffe ist? Einen eigenen lebendigen Gott zu steuern, ja, was Besseres kann dir doch als Mensch nicht passieren. Ja, und da liegt die allergrößte Gefahr, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, da ist die Gefahr, aber ich sage dir, die Muslime sind darauf vorbereitet. Die Muslime sind darauf vorbereitet. Die Christen sind doch genauso darauf vorbereitet. Bei denen steht doch genau das Gleiche drin. Da steht ja auch nichts anderes drin, dass ein Falscher kommen wird und dann der Echte kommen wird. Aber ich sag mal so, Lambo, warte mal, bei Technologie im Gottstatus kriege ich auch ein bisschen Rick and Morty-Vibes gerade, ne? Ja, es ist auch fast so. Die Welt ist ein bisschen komplexer. Ja, aber auf jeden Fall, dieses
dieser falsche Messias oder falsche Prophet. Ja, da arbeiten die ganz öffentlich dran. Google sagt selber, die wollen einen Computergott entwickeln. Ray Kurzweil, der Chefentwickler der künstlichen Intelligenz bei Google, er möchte Tote zum Leben wiedererwecken, Seelen einfangen, indem man quasi so Mind-Upload macht. Da gibt's ja auch extra Serien, um uns schon mal daran zu gewöhnen. Die eine bei Prime, die heißt Upload. Dann gibt's Altered Carbon auf Netflix etc. Die arbeiten wirklich mit dem Gedankenlesen. Guck mal, die scheiß Handys, die wir gerade in der Hand haben. Ja, während wir uns so emotional aufregen und reinsprechen, die nehmen auch Frequenzen auf, unsere Gehirnfrequenz, was Rambo gerade meinte, um später kommunizieren zu können, wenn nicht sogar Emotionen in mich hineinzuwecken. Ja, ist klar, die Technologie ist da, die Technologie ist Magie, wenn wir uns wirklich bewusst sind, dass diese Technologie Magie ist und wozu die alles imstande sein kann, dann wissen wir eigentlich auch, dass es eine höhere Macht gibt, weil diese Leute, die zapfen nur diese Quelle an. Ja, also dass es eine höhere Macht gibt, einen sogenannten Schöpfer, einen sogenannten Architekten, einen Planer, ja, Ingenieur, einen Konstrukteur, ja, nenn ihn wie du willst, ist klar und bewiesen. Ich als Agnostiker weiß das, aber ich habe trotzdem nichts mit irgendeinem Büchergott zu tun. Ja, da kann ich euch aber auch was empfehlen, Leute, wenn ihr so, ne, ihr beschreibt ja so, Götter auf so einem technologischen Stadium, denn die denn halt Götter sind, weil sie halt diese Technik dafür im Grunde haben. Und da gibt's auch so, so diesen Disput zwischen den alten Göttern, die halt richtig Magie, so wie du sie dir vorstellst, und diese technologischen Götter. Da gibt's tatsächlich eine hier American Gods war das, glaube ich, ne? Oder wo Odin dann gegen so technologische Götter, die ist richtig gut. Da siehst du tatsächlich so diese Götter, Art Götter, die ihr gerade beschrieben habt. So, finde ich. Ja, American Gods war auch so ein, habe ich auch am Anfang gesehen, ja, in den ersten drei Staffeln, ich weiß schon, mit Moonlight, der wieder hieß. Ja, was meinst du, wenn jemand käme mit so einem Thor-Hammer, ja, und der hätte hier voll die Mächte, die würden sie alle für einen Gott halten, dabei wäre das nichts anderes als Technologie, und zwar eine Übertechnologie, ja, womit er das mit diesem Hammer überhaupt alles machen kann. Das ist ja, was die Leute nicht begreifen. Ich nenne dir mal so ein Beispiel. Da ist Moses gekommen, wenn ich mich nicht irre, und hat das Meer gespalten, ja. Der hat das mit einem Stock gemacht, richtig? Richtig. Der hat also ein Werkzeug benutzt, ja. Wer sagt mir jetzt, wer auf diesem Planeten will mir jetzt sagen, dass das nicht auch Technologie gewesen sein kann? Wer will mir das sagen? Ja, richtig, oder die Bundeslade. Ich bin da bei dir und deswegen mag ich auch die alten Buchreligionen, weil nur durch die habe ich das Wissen. Hätte ich damals quasi, wären die Bücher verbrannt worden und ich wäre aufgewachsen nur mit Google, Fernsehen und Internet, ne? Ohne diese Buchreligionen hätte ich gar kein Wissen darüber, was es früher gab, ja? Was es für Leute gab mit Mächten, wie du sagst, Meerteilen etc., ne? Oder Berge, ja? Und deswegen weiß ich das quasi, was wir uns Menschen vorstellen können. Es ist alles möglich. Ja? Es gibt einen Schöpfer. Momentan streiten wir uns darum. Ja? Wie er heißt. Wie er heißt, genau. Ja, aber pass auf, das ist ja das. Die Religionen streiten sich darum, wer der Richtige ist und wie der heißt. Aber ein Agnostiker zum Beispiel würde sich niemals arrogant erheben und sagen, ich weiß, wer der ist, ich weiß, was er will und ich weiß, was er für uns diktiert oder beschrieben hat. Ja, weil es dafür nichts gibt bei einem Agnostiker. Das Einzige, was wir wissen, ist, es gibt einen Schöpfer. Und das kann man überall belegen, an jeder Pflanze, an jeder Zelle. Man kann es überall lesen, da ist ein intelligenter, hochintelligenter Bauplan hinter. Ja, das ist nicht einfach so durch Zufall entstanden. Das kann jeder belegen. Es gibt also einen Erschaffer und damit ist auch etwas noch anderes klar. Unsere ganze Natur ist komplett künstlich. Ja, sie ist künstlich erschaffen worden. Wenn man sich die Insekten anguckt, ne, die sehen aus wie Roboter. Ja, alles, aber auch die Insekten zum Beispiel haben auch einen Zellenaufbau und so weiter. Ne? Das ist mit der Chitinschicht, dieses Exoskelett und so. Ich meine ja, wie du sagst, da ist ein Engineering, das über uns genau, das ist ein hochkomplexes Engineering, das wir uns noch nicht mal vorstellen können. Wir begreifen es gerade, Stück für Stück. Es gibt diesbezüglich eine Theorie, die kommt aus der Lehre des Mikrokosmos, die halt nahelegt, dass wenn es einen Schöpfer gibt, oder etwas, das wir den Anfang von allem zu verdanken haben, ne, dann ist es halt, also die Vermutung liegt nah, ne, also das, ne, so gesagt, also ist ja kein Fakt, sondern halt die Vermutung, dass wenn es etwas gibt, das wir unserer Existenz, unser Universum zu verdanken haben, dann ist es nicht so, wie in den Religionen beschrieben, sondern eher vergleichbar, es ist sich unserer Existenz nicht bewusst, so wie wir uns seiner nicht bewusst sind, wie ein Universum, das ihr in eurem Teppich habt, Milben, die sich eurer nicht bewusst sind und ihr, ne, kennt die auch nicht persönlich, die können euch Opfergaben darlegen, das werdet ihr nie mitkriegen, ne, sie haben auch ihr Universum und für die aus ihrer Sicht seid ihr
ne, das nichts Größere, das deren Existenz dezimieren könnte, wenn es will, und verbrennen könnte den Teppich. Ich weiß ja auch nicht, wie jemand auf die Idee kommt. Zum Beispiel, alle sagen ja gerade in den Religionen, dass der Mensch Gottes tollste Schöpfung sein soll. Ja, jetzt pass auf, jetzt sag ich dir mal was anderes. Also dieser Schöpfer, ja, dieser Erschaffer, ja, der hat, der Mensch ist nur eine Sache von dem, die er erschaffen hat. Ja, und dann hat er noch Milliarden andere Dinge erschaffen. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass von Milliarden Dinge, die er erschaffen hat, wir das Allerbeste von allem sein sollen. Weiß ich nicht. Das kannst du sagen, weil wir quasi die Möglichkeit gekriegt haben, als einzige Lebewesen so ein feines Handwerkzeug zu haben und so einen Geist, uns Dinge vorzustellen. Und diese Kombination Handwerkzeug und Geist lässt uns ein bisschen schöpferisch tätig werden. Ja, sie lässt aber uns, nein, sie lässt uns dominant sein. Diese Kombination haben wir ja errungen, wenn du dir sämtliche Tiere auch anguckst, die, ne, die haben wir gekriegt. Hinter sich haben, dass bei uns das sich anders halt ausgeprägt hat. Nicht durch schärfere Zähne, nicht durch längere Krallen, nicht, dass wir besser klettern konnten, sondern dass wir halt unser Gehirn und Dinge uns, ne, handwerklich beigebracht haben, Feuer und alles. Das haben wir halt genutzt stattdessen. Ja, so haben Tiere benutzen auch Werkzeuge. Tiere haben auch ein Wissen. Ich kann ja zum Beispiel Affen nennen, ja, die zum Beispiel, wenn sie krank sind, ganz genau wissen, dass sie an irgendeine Stelle gehen müssen und sich bestimmte Erden holen müssen, um wieder gesund zu werden. Ja, sie benutzen sogar Medizin. Ja, also wenn Menschen glauben, dass Tiere dumm sind oder keine Fähigkeiten besitzen, ist das schon mal falsch, sage ich euch mal ganz ehrlich. Die sind natürlich nicht so hoch entwickelt wie wir. Selbst Ameisen, gesagt, selbst Ameisen nutzen Medizin. Ich gehe der Ameisen Annahme, machen dass, Farmbau. Wenn ich mich als jemand, der nicht an eine monotheistische Gottfigur glaubt im Grunde, wenn ich mich täusche, dann glaube ich daran, dass wenn es etwas gibt, das wir unsere Existenz zu verdanken hat, sich das unserer Existenz nicht bewusst ist und nicht der Allmächtige, der ein Paradies und auf uns wartet und irgendwas für uns, sondern sich da unser so bewusst ist, wie wir unseren Teppich. Aber ich habe mal jetzt eine Frage an euch als Muslim zum Beispiel. Was ist falsch daran, ne? Wenn ich als Muslim, egal wie ich diesen Schöpfer jetzt auch nenne, aus Dankbarkeit 5-mal am Tag versuche, mich konzentriert zu bedanken? Dann mach das doch, aber zwing andere Leute nicht dazu. Marion, guck mal, dieser Kraft bedanke. Halte mich von schädlichen Substanzen fern. Aber dafür musst du kein Moslem sein. Dafür brauchst du gute Eltern. Alles, was gut, egal in welcher Religion ist, nennt man Moral. Und dafür benötigt man keine Religion. Punkt. Benötigt man noch nicht mal eine Moschee. Du brauchst gute Eltern, damit du dich beim Schöpfer bedankst. Im Grunde. Wer sagt denn, dass ich mich bei irgendeinem Schöpfer bedanken muss? Ich erkannt habe, dass dieser Schöpfer, dieser Creator, dieser Ingenieur mich so gemacht hat, wie ich bin. Und dafür bin ich dankbar. Ich hätte auch anders sein können. Ja, und er hat andere Menschen auch so gemacht, wie er sich das gedacht hat. Genau. Nur wir als Menschen sagen, nein, was der glaubt, ist falsch. Nein. Doch. Gott hat auf jeden Fall jeden Menschen so gemacht, wie er sein soll. Und deswegen sollte man sich bedanken. Selbst mit Krankheiten, verstehst du? Man muss einfach dankbar sein für das Sein. Und das mache ich mit dem Gebet. Und das macht jeder meiner Glaubensbrüder beim Gebet. Was denkt ihr, was wir machen? Ja. Wir sind dankbar für das Sein, aber wir hätten auch nur weil du betest und andere Menschen das nicht tun, macht das nicht automatisch aus dir einen besseren Menschen. Nein, einen anderen Menschen. Nur wenn ich arbeiten gehe und du nicht, macht es mir aus mir auch nicht einen besseren Menschen. Richtig. Einen arbeitenden Menschen. Ja? Richtig. Also ein Agnostiker ist auch dankbar dafür, dass er hier auf dieser Erde lebt. Er ist dankbar dafür, dass er jeden Tag erleben kann. Ja, er betet und himmelt deswegen niemanden an. Ja? Aber was und vor allen Dingen geht er nicht hin und sagt anderen Menschen, das, was du glaubst, ist Bullshit. Aber ich kann auch nachvollziehen, ganz davon abgesehen, wenn es Leute gibt, die nicht dankbar nur für ihre Existenz sind, wenn sie jetzt geboren sind und keine Ahnung, denn in jungem Alter irgendwie entführt werden und ein Leben als Sklave oder irgendwo verbringen und nur Opfer von einem Täter die ganze Zeit sind, dann kann ich verstehen, wenn dieser Mensch zum Beispiel sagt, ich bin nicht dankbar dafür und dieses Leben zu führen. Ich hätte auf meine Existenz, statt das durchzumachen, doch eher verzichten können. Das kann ich in Fällen dann durchaus nachvollziehen. Die Gedanken sind frei, ob die natürlich produktiv sind oder nicht. Muss ein anderer entscheiden, aber du kannst natürlich denken, was du willst, jeder Mensch, ne? Wieso muss das überhaupt ein anderer entscheiden? Du redest ja wieder von einer höheren Macht, die das entscheiden muss, ob es gut war oder nicht gut war.
Ja, und das ist ja so, also ich, guck mal, als Agnostiker, warte ganz kurz, als Agnostiker zum Beispiel, wer sagt mir denn, dass es überhaupt einer ist und nicht mehrere Schöpfer? Wer sagt mir das? Ich sag mal das Einheitsfeld. Ich denke wirklich, dass wir alle eins sind, dass wir verbunden sind eigentlich. Ja, und so sagt das auch mein Religionsbuch, dass es wirklich eine Urquelle gibt, von mir aus Suppe, wenn man sich das bildlich vorstellen will, aus der wir alle sind. Wir sind verschiedene Tropfen, aber dennoch... Ja, wir sind alle geborene Muslime, richtig? Nein, wir sind Sternstaub. Nein, wir sind alle geborene Muslime, laut wir Koran. Wir sind kein richtig? Sternenstaub. Das ist totaler Blödsinn, es existiert kein Universum. Selbst, so etwas Jesus, gibt es selbst gar nicht. Jesus war ein Moslem, wird behauptet. Sehen. Die Welt ist unser Universum. Richtig. Ja? Wir bestehen aus der Welt. Ja? Wir bestehen aus Energie der Sonne, wir bestehen aus der Erde, aus allem. Ja. Alles, was du siehst. Ja, also wir bestehen aus Energie. Nicht Energie der Sonne, sondern allgemein Energie. Atome bestehen aus Energie, Quarks bestehen aus Energie. Protonen, auch Gedanken Elektronen. Sind quasi Energie, nichts anderes. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir sind eins, ja, man redet ja zum Beispiel davon, dass man das allwissend abgreifen kann. Ja, durch sein drittes Auge zum Beispiel, ja, durch die Zwiebeldrüse. So, das ist ja nichts anderes, als würde man Energie abgreifen. Wenn diese Energie in unserer Welt ja immer hier und überall vorhanden ist, ja, tun wir ja nichts anderes als Energie abgreifen. So, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst... Gefährlich nah in meine Religion, möchte ich nur so sagen, aber danke. Das sind alle gefährlich nah aneinander. Ja, aber weil er gerade ja von einer Einheit gesprochen hat. Energie ist und wir uns diese Energie zunutze machen, das ist viel Buddhismus, was gerade von sich gehört. Weiter so lange. Nee, also bevor ich mich aufhalten. Also nochmal, Agnostiker ist nicht Buddhismus. Ja, aber diese Energie ist auch im Islam, aber er will das universell nur für den Buddhismus haben, dass das Einheitsfeld Gott Energie ist. Mit der Lehre des Energie, ne, das hat mich gerade ganz doll, ne, das hat Vibes mir gegeben. Ne, ja, aber diese Vibes existieren nur aus einem Grund, den ich gerade genannt habe, das nennt sich Mathematik. Euklid ist einer der Hauptgründe dafür. Ja, mit Euklid kannst du beweisen. So, aber Lambo, es ist nicht ohne Grund so, dass auch bei Atheisten ohne Grund Buddhismus zu den eher beliebteren Religionen. Dann ist er auch kein Weil es keinen Zwang gibt im Buddhismus. Ja, aber dann ist er auch kein Zwang. Dann ist er aber kein Atheist. Dass wissenschaftlich plausibel ist mit der Energie, dass man, ne, dass alles Energie ist und Buddha ist kein allmächtiger Gott, sondern ein Mensch nach dessen Lehren und man betet auch nicht zu irgendeinem, der sagt. Buddha ist ein Zustand. Ne, ja, aber nochmal, dann ist er aber eben kein Atheist, wenn er Buddhist ist. Nee, aber es ist nicht ohne Grund so, dass der Buddhismus am attraktivsten gegenüber Atheisten so ist und am plausibelsten mit, weil ne, man da halt mit der Lehre der Energie und sowas alles, das ist plausibler als eine Lehre von einem Allmächtigen, der sagt, hier habt ihr alles. Ja, also wie gesagt, wenn es ja einen Allmächtigen gäbe, ja, daran habe ich große Zweifel. Ich kann nicht wahrhaftig an einen Allmächtigen glauben, weil ich feststelle, es werden Werkzeuge benutzt. Ja, ich sehe auch, dass die Götter zum Beispiel Engel haben, die haben Helfer und so weiter. Ja, das ist alles für mich nicht allmächtig. Allmächtig ist es für mich auch nicht, irgendein Buch zu schicken und irgendeinen Propheten zu schicken und das nur auf einer einzigen Sprache. Oder auch bei den Christen zum Beispiel genau dasselbe oder bei den Juden genau das Gleiche. Ist für mich überhaupt alles nicht allmächtig. Allmächtig würde für mich zum Beispiel bedeuten, ich habe hier eine holographische Wand hingestellt, das ist das heilige Mekka, der Vatikan oder was auch immer du willst, das ist die heiligste Stätte aller heiligsten Städten, da läuft 24 Stunden die Story ab, da wird erzählt, was ist und was wir zu tun haben, ja, und wie die Welt auszusehen hat. Ja, und sie ist unbeeinflussbar, sie ist von Menschen nicht zu zerstören, weil er allmächtig ist, niemand kann dieses wegmachen. Ja. Das wäre Allmächtigkeit und diese sehe ich nirgendwo. Ich sehe primitive Bücherreligionen, ja, die sich dann als allmächtig ausgeben, die dann beschreiben, wie zum Beispiel Moses ein Werkzeug benutze oder auch Gott ein Werkzeug, nämlich Wasser benutzte, um alle Menschen zu töten, auch die Unschuldigen, Babys, Kinder, Pflanzen und Tiere. Er hat zwar jeweils ein Exemplar übrig gelassen, trotzdem hat er alles vernichtet. Das halte ich zum Beispiel auch nicht für Allwissen. Ja, wenn ich ein Problem damit hätte, dass es überall nur noch Sünder gäbe, hätte ich einmal mit den Augen gezwinkert oder mit dem Finger geschnipst, hätte die Sache damit geklärt, weil ich allmächtig bin, hätte es alle in Luft auflösen lassen und das Problem von dieser Welt beseitigt. Nein, stattdessen habe ich, wie gesagt, Werkzeuge benutzt, um dieses Problem zu beseitigen. Ja, das ist weder allwissend, noch allbarmherzig, noch allmächtig für mich. Ja, das ist vom rein logischen her, ist dem nicht so. Deswegen kann ich als Agnostiker auch nicht dran glauben, ja, dass es einen Gott gibt, der allmächtig ist. Ganz einfach.
Ja, weil es genug Beweise dafür, gibt, wenn er ja, wirklich, dass er das nämlich nicht ist. Hallo. Wenn er wirklich allmächtig wäre, dann würde er alle seine Kritiker genauso aus der Welt schaffen, wie du das beschrieben hast. Ja, eben. Ja, vor allem also die Sünder. Es geht ja um Sünden. Ich bin genau der Meinung wie der Lambo. Ja, ich bin auch öfter in seinem Streams und ich habe mich selber auch schlau gemacht in dem Bereich, was Teufel und so weiter angeht. Die sitzen ja, so viel ich weiß, in Amerika oder der Teufel und herrscht aber die ganze Oberhaupt genauso nach Teufel seine Systeme und ich bin mir ziemlich sicher, dass das seine Spiele sind. Und diese ganze Religion nur wurde erschaffen auch vielleicht in Kopf des Teufels rein oder in Kopf des der Menschen reingeballert, damit man miteinander bekriegt und sich tötet und am Ende gewinnt natürlich der Teufel. Na, also das ist eigentlich meiner Meinung nach genauso, dass das sein Ziel ist, uns Menschen zu erlöschen. Und anderes kann er ja nicht. Also das ist ein gutes Ziel. Also glaubst du wirklich an einen Gehörnten, der auf dem Thron sitzt? Also ich glaube, es gibt der Teufel, definitiv. Also ich meine... Als physische Person. Als physische Person, das ist irgendwelche Macht, keine Ahnung, was das ist, aber das ist ein Teufel. Wo also wenn du aber an einen Teufel glaubst... Wenn du aber an einem Teufel glaubst, kannst du das nur aufgrund dieser drei Bücherreligion, weil nur da existiert ein Teufel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihn gibt, weil wenn ihn nicht geben würde, würde die ganze Herrschaften... Es spielt auch überhaupt keine Rolle. Warte mal ganz kurz bitte. Es spielt keine Rolle, ob es ihn gibt oder nicht, weil es gibt Menschen, die so fest an die Existenz des Teufels glauben, dass er dadurch anfängt zu existieren. Wer ist Peter Parker? Spider-Man. Spider-Man, genau. Gibt es den denn wirklich? Das ist was ganz anderes. Das kannst du nicht vergleichen mit Teufel. Ja, der hat schon recht. Das ist ja Glaube. Ist ja nichts anderes, ne? Ja, gebe ich mir schon mal recht. Hier hat gerade einer geschrieben, das wollte ich mal kurz erwähnen, der For Honor hat geschrieben, Gott ist kein Zauberer, was für Fingerschnipsen. Doch, ein Allmächtiger ist tausendmal mehr als ein Zauberer, ein Allmächtiger ist allmächtig und kann einfach alles, egal was er macht. Der müsste nicht mal mit dem Fingerschnipsen, der müsste nur dran denken. Und das könnte geschehen, ganz genau. Sein Wille geschieht. Ne, kennen wir ja. Mein Wille geschehe, genau das. Ja, genau das. Also ich muss sagen, ich bin zwar selber auch Christen, ja, aber ich glaube an mich, wie blöd das klingt. Also ich herrsche über mir. Ich entscheide, was morgen passiert. Ich entscheide, was ich jetzt nach 2-3 Tagen mache und nicht hier sitze und bete, hoffentlich passiert das nicht. Also ich kann das nicht und ich bin 44. Bis jetzt, was ich mir erwünscht habe oder was ich in meinem Kopf gesetzt habe, habe ich alles geschafft. Aber nicht, weil ich gebeten habe, sondern weil ich an mich glaube, weil ich fest mein Hirn steuert nur, also die Kontrolle über mich habe und nicht jemanden anderen oder irgendwas anderes über mich herrschen lasse. Das ist also mein Theologie. Ja, okay, zur Theologie möchte ich eines gerne zum Beispiel sagen. Also, ja, also ihr glaubt ja alle an einen Teufel. Euch ist aber eines nicht klar, dass vor all diesen Religionen, ja, es eine Teufelsreligion gab, nämlich die älte Religion, die es überhaupt gibt, ist der Saturnismus. Ja, und das kannst du ja überall auf dieser Welt angucken. 8000 Jahre alt gibt es, seit 8000 Jahren gibt es Kulturen, die Kinder opfern und schlachten und fressen. Seit 8000 Jahren. Tausende Jahre später gibt es plötzlich 3 Religionen, ja, die auf einmal einen Teufel enthalten. Ja, und danach hörst du nie wieder was groß vom Satanismus, so auch wie hier heute. Heute streiten sich 3 Religionen rum, ja, aber den Satanismus, den höre ich hier nie irgendwo. Keiner aber kommt mit der satanischen Religion. Das ist ja der Kunst des Teufels. Er lässt die Menschen nicht glauben, dass es ihn gibt, obwohl es ihn eigentlich gibt. Die Menschen glauben, es gibt ihn nicht. So fällt es dann etwas zu glauben, dass es real wird, obwohl es nicht real war vorher. Patrick und ich werden vielleicht so ab morgen auch einfach felsenfest zusammen an Spider-Man glauben. Und dann können wir auch so Sachen sagen, es gibt Filme über ihn, es gibt Schriften über ihn und versuchen das irgendwie immer die ganze Zeit argumentativ darzulegen. Und in unseren Köpfen wird er dann halt auch einfach real. Ne?
Auf jeden Fall Lambo. So, Hani Bedgar, kurz hier der Chat. Was ist daran schlecht, Kinder zu fressen? Du darfst dich jetzt auf jeden Fall aus meinem Chat verabschieden, Alter. Was ist das für ein Unmensch, oh Alter? Gott. Unfassbar. Ja, das sind also wirklich... Also ganz ehrlich, ey. Der Islam erzählt ja auch von Baal. In alten Göttern. Das, was du gerade erzählt hast, Lambo, ja, mit diesen kinderfressenden alten falschen Göttern, ne? Da erzählt der Islam drüber. Und auch ja, das Christentum genauso. Nur, dass Baal kein Gott ist. Das war ein falscher, irgendwie, keine Ahnung. Ja, Baal ist einer der Untergebenen von Luzifer, genauso wie Beelzebub und... wie heißt der andere noch? Keine Ahnung. Und auch Luzifer oder Satan. Tausend Namen. Du sagst, das ist kein Gott, aber warum beten die ihn an? Weil das ein falscher Gott. Es gibt Baal, es gibt Asmodan, es gibt Belial. Und früher im Altägypten gab es auch Seth als Figur. Also nochmal, nee, da täuscht sich. Also zum Beispiel die Satanisten, was man auch, die Satanisten beten ihn nicht an, sondern sie beschwören ihn und sie opfern für ihn. Das ist ein grundlegender Unterschied. Ja. Die beten für ihn? Nein, sie beschwören ihn und sie opfern für ihn. Sie beten überhaupt nicht für ihn. Was opfern denn? Was opfern denn, wenn ich fragen darf? Kinder. Alter. Und das schon immer, 8000 Jahre lang. Ach, und nachher kommen plötzlich Religionen, die einen Teufel enthalten. Und dann hörst du nie wieder was von dieser Religion des Teufels. Sondern nur noch in diesen drei Religionen hörst du irgendwas von dem Teufel. Ja, aber so gut, dass sie den in den Hintergrund gedrängt haben. Genau, und da sollte mal jemand drüber nachdenken. Ja, ob das nicht bewusst so gemacht wurde. Nee, dass also er sich verstecken musste. Darf ich mal etwas sagen von Erfahrung? Er ist ja nicht versteckt in den Religionen. Schaut, er ist doch offen dargelegt. Er ist in der Welt versteckt, dass er seine Existenz verleugnet. Ja? Darf ich mal was sagen? Vor zwei Jahren war meine Tochter feiern, also ich habe 23-jährige Tochter mit einer Freundin. So, die haben viel gesoffen oder gefeiert, wie auch immer, habe ich die dann nach Hause gefahren. Und während ich nach Hause gefahren bin, sie hat ihre Kontrolle verloren, sie ist Deutsch, ne? Also sie spricht tatsächlich nur Deutsch, weil sie deutsche Mädchen war. Und auf einmal konnte sie keine Deutsch mehr, nichts mehr. Und im Auto waren 5 Leute mit mir zusammen, ne? Und sie hat angefangen, andere Sprache sprechen, also eine Sprache, wo keine Mensch kannte. Also sie war betrunken? Die war betrunken. Ja, natürlich, die weißt, haben du, alle wo das, weißt du, wo das Wort Alkohol herkommt, woher das stammt? Nee, ja, aber warte mal ab, Es ist Al-Ghul, doch, es ist Al-Ghul, weil du in dem Moment deine Schwingungen so tief hast, dass dich problemlos Dämonen angreifen können. Das ist der ganze Hintergedanke bei Al-Ghul. Ich bin sie direkt ins Krankenhaus gefahren. Sie hat im Krankenhaus tatsächlich, die Mädels haben gesagt, also ich war ja nicht im Krankenhaus, aber die Mädels haben gesagt, sie hat Teufelssprache gesprochen. Sie konnte 3 Stunden lang keine Deutsch reden, ja? Sie hat die Teufelssprache gesprochen. Ja, so besoffen war ich auch schon. Also, nee, aber sie hat, also es ist, also ich fand das nicht lustig, ich sag's ehrlich. Ich bin, keine Ahnung, 2 Monate oder bin ich nicht zu mir gekommen, weil ich eigentlich sowas noch nie gesehen hatte. Und nicht gehört hatte, dass sowas wirklich gibt, dass die Menschen auf einmal Sprache nicht mehr beherrscht, eigene, sondern Satans. Ja, auch das spricht. Heißt alles gar nichts. Wir haben hier heute 5G, wir haben hier heute Chemtrails, bald kommt fucking Full HD Jesus und wenn irgendwer irgendwann seine Sprache mal für ein paar Stunden nicht kann und irgendein anderes wirres Zeug redet, heißt das für mich Technik und nichts anderes. Oder Schlaganfall. Ja, die Frage ist halt einfach, hätte sie genauso reagiert, wenn sie nicht betrunken gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das wissen wir alle nicht und deswegen können wir auch nichts Mystisches daraus machen. Tatsache, aber sowas habe ich noch Tatsache nie gesehen. Tatsache ist, dass Alkohol das Schlimmste aus den Menschen rausholt. Ja? Guck dir doch mal so besoffen an. Entweder werden die total sentimental, aggressiv, depressiv. Alkohol ist das Schlimmste, was man den Menschen überhaupt geben kann. Ja, also Heroin fände ich noch ein Stückchen schlimmer, aber Alkohol ist eine verdammt schlimme Droge. Da sind Sachen passiert, zum Beispiel, dass Väter ihre Kinder erschossen haben und ich weiß nicht was alles. Ja, das findest du zum Beispiel bei Brokkoli-Nutzern, wirst du sowas niemals hören, dass sowas jemals geschehen ist. Ja, oder auch Heroin, ne? Ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Afghanistan, schwer heroinsüchtig, die Afghanen, ja, ohne Ende. Und da passiert ohne Ende krasses Zeug. Ja, das ist halt eine schlimme Droge, genau wie der Alkohol ebenfalls. Eine schlimme Droge ist. Ja, Alkohol macht das ja nur gefährlich hier in Deutschland, weil du ihn 24/7
bekommen kannst. Alle Drogen ja, sind Dämonen. Aber die haben, deswegen die sind anderen alle haben Drogen ja auch bewusstseinsverändernd und zu verboten. Ich meine, wie viele Menschen trinken Alkohol? Die sprechen ja nicht alle gleich Teufelssprache. Also wenn alle Drogen bewusstseinsverändernd sind, das ist auch eine Falschaussage. Tein ist alles, was mit ihn endet, ist eine Droge. Tein, Koffein und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Also und nicht alle sind berauschende Drogen. Da muss man ja erstmal unterscheiden. Doch, Adrenalin zwischen auch und Tein und Koffein auch, sonst würde man es nicht machen. Wenn ihr mir meinen gute Launebaum hier macht. Aber es ist kein berauschende Droge. Ja klar, das ist ein Rausch. Hau dir mal so richtig Nikotinüberdosis. Was meinst du, was du für einen Rausch hast? Bei kleinen Zigaretten merkst du das nicht. Aber naja, da gibt's die wenn Schweden, du eine die Zigarette machen, fressen würdest, also wenn du die essen würdest, dann stirbst du. Sofort. Ein Gramm Tabak tötet dich. Aber auf jeden Fall, der Nikotinrausch, der ist jetzt in Schweden in, das nennt sich Snus. Da schieben die sich da in die Backe rein, und quasi wie damals diese Kautabak, so ähnlich, nur hochkonzentrierter. Mhm. Und dann kriegst du so eine Überdosis Nikotin. Und das ist quasi wie so ein kleines Ecstasy-High. Okay, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich weiß, ich bin ein Leben lang Raucher. Ich rauche Nikotin mein Leben lang und ich habe noch nie irgendeinen Rausch erlebt. Aber du merkst es ja, wenn du nicht rauchst, dass dir was fehlt. Ne? Ja, das ist eine körperliche Abhängigkeit. Sucht nennt man sowas, richtig. Ja. Das ist aber jetzt nicht der Rausch. Zwischen Sucht und Rausch ist ja ein Unterschied. Ja, aber ja, du kann, es gibt ja auch nicht stoffbezogene Süchte, wie zum Beispiel die Spielsucht. Ja. Die gibt ja auch einen Rausch. Leute, ich konsumiere seit 15 Jahren gute Launebaum täglich, ne? Wollte ich nur so anmerken. Deshalb sage ich ja, so viele trinken Alkohol und all mein Leben lang habe ich gesehen und kein Mensch hat Teufelssprache gesprochen. Also das war das erste und letzte Mal in meinem Leben sowas. Und deshalb bewundere ich, was war das denn? Keine Ahnung. Ja, da muss man mal einen Exorzisten zur Rate ziehen. Also guck mal, hier diese Frequenzen, ne? Es gibt wirklich Frequenzen, deswegen wirken die auf uns. Deswegen kann man uns auch beeinflussen mit ELF-Wellen. Und es gibt wirklich natürliche ELF-Wellen, die auch auf uns Menschen einwirken. Wir können das natürlich ablehnen und sagen, sowas gibt es nicht. Wir können es auch natürlich sagen, ja, sowas heißt Dämon oder Teufel. Aber es gibt Sachen, die auf dich einwirken. Dumme Gedanken zum Beispiel. Du denkst immer, das wäre alles deins. Dass jeder Gedanke von dir selber durchs Unterbewusstsein in deinen Kopf so irgendwie wie eine Blase aufgetaucht ist. Nein. Wir können unterschwellig von anderen dir quasi eingepflanzt sein. Fast wie bei Inception da in dem Film. Und du denkst, das wären deine Gedanken, aber es ist dann eine Beeinflussung. Und das ist der Teufel, der dich immer mehr beeinflusst durch verschiedene Sachen. Und irgendwann ist dein Gewissen quasi verloren. Und wenn du gewissenlos bist, dann bist du ein Soldat, ein tapferer Diener des Hey, das klingt ja wie eine Religion. Man wird groß, man kriegt Sachen eingebläut, man nimmt die dann einfach als Wahrheit hin und irgendwann kämpft man dann auch dafür. Ja, ist so. Haha! Ja, so. Natürlich, alles ist eine Religion. Sogar dieser Apple-Hype. Doch, man kann sprechen, das ist so komisches. Ich habe selber mit meinen Ohren gehört, also das war nicht lustig. Ich habe Angstzustände bekommen. Ich habe solche Sprache noch nie gehört und das klang gar nicht mal normal, die Mundbewegungen. Also. Das Mensch war nicht mehr derjenige, der davor war. Also, das war ein ganz anderes Wesen. Zum Beispiel, das gibt Geschichten wie von Kathy Bay. Und zwar in Indien, wo Kinder aus armen Slums, ne? Ja. Was sie da für Voodoo oder sonst was betreiben. Aber auf einmal ist das Kind ein Super, spricht auch mehrere Sprachen, Mathematik, alles. Ohne Gleichungen herzuleiten, einfach so zack. Da gibt's, ich habe seinen Namen vergessen, einen ganz berühmten Indischen, den hat man sogar nach England importiert, weil er so krass war. Und er sagte selber, dass ein Dämon, die ihm einflüstert, die Formel, er rechnet gar nicht. Da gibt's selber ein Zitat von ihm, wo er sagt, er rechnet gar nicht. Alles, was er aufgeschrieben hat oder mathematisch hergeleitet hat, hat ihm jemand in sein Ohr geflüstert. So, und wenn ich jetzt sage, mich hat heute Morgen ein Dämon oder ein Gott dazu gebracht, diesen Livestream aufzumachen, dann ist das wahr, oder was? Also ich sag mal so, 50%, ich weiß nicht. 50% der Zuschauer denken das bestimmt. Ja, bestimmt, aber das ist mir scheißegal, was sie denken. Also das war dein Gehirn, das war deine Wille, das ist ganz alleine deine Entscheidung gewesen. Jeder Mensch besitzt sehr viel Energie. Eine kann damit umgehen, andere kann nicht damit umgehen. Dabei wissen wir ja nicht mal, also viele wissen es nicht, wie viel Energie ein Mensch eigentlich besitzt. Damit muss man sich beschäftigen und nicht nur hinter irgendwelchen
Glaubenbettelerei hergehen, also meiner Meinung nach. Also ich sehe das Problem so. Wir Menschen, wir wissen gar nichts. Wir wissen weder, woher wir kommen, noch wohin wir gehen. Und manche Menschen haben einfach die einfache Lösung gewählt und nehmen irgendein Buch daher, wo dann drin steht, oh, so und so ist es. Ja, damit sie selber nicht mehr suchen müssen. Das ist der einfache Weg. Ja. Das ist auch Schwäche, glaube ich, ne? Also eines Menschen, die Schwäche. Ja. Die war vor den Büchern sogar schon existent, wenn man darüber nachdenkt, dass früher konnte man auch nicht erklären, warum Blitze denn da irgendwie, ne, aus den Wolken kommen, und ging auch davon aus, dass da Thor ist, der da mit seinem Hammer auf einen Amboss schlägt halt, ne? Das konnte man nicht erklären, eine einfache Methode gewählt. Heute sind wir, glaube ich, alle anderer Meinung und wissen es besser, weil wir es erklären können. So, und das ist es. Ja klar, wir sagen auch, ein Tiefdruck hoch. Zusammen Energie, ja, Elektronen, negativ geladen, positiv geladen, bla bla bla. Aber warum blitzt es überhaupt? Und ist das gut für die Erde? Warum ist eine Erde, nennt man das überhaupt Erdung? Warum geht der Strom in die Erde rein? So wie mit dem flachen Erde. Ne? Viele sagen, ah, das ist eine Verschwörungstheoretiker, obwohl keine beweisen kann, ob das Erde tatsächlich rund ist oder nicht. Kannst du das beweisen? Nein. Die Entstehungsgeschichte von sogar da im großen monotheistischen, sogar vorher. Der Ursprung von Religion war halt dadurch, dass man Dinge nicht, die halt dadurch durch Übernatürliches erklärt. Ja, also du redest von diesen Bücherreligionen. Nochmal, vor 8000 Jahren gab es den Satanismus. Wie war denn der Satanismus damals aufgebaut? Rein technologisch oder war das auch eine physische Figur der Satan? Oder ja, war das guck's. Also Technologie, Technologie hatten sie ohne Ende. Guck dir die Imker oder sonst irgendwas an, guck dir diese ganzen Kulturen an, Babylon und so weiter. Sie waren alle hochtechnologisiert, ja. Also die haben Bauwerke hingelegt, wo wir heute noch staunen und gucken und sie nicht nachmachen können. Bis zum heutigen Tage. Nicht mal die scheiß Pyramiden. Und diese Fähigkeiten, woher hatten sie die Fähigkeiten? Ja, weiß ich alles nicht. Ich kann, ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also es gibt ja auch viele andere Theorien. Nur mal zum Beispiel, ihr habt ja irgendwas mit Dämonen und so, was weiß ich, was für Teufels oder keine Ahnung was, ne? Und in Religionen steht ja auch beschrieben, es gibt ja auch andere Wesen, und zum Beispiel jemand, der von der flachen Erde ausgeht, hat ja die Vermutung, dass es weitere dass es dort auch andere Wesenheiten gibt, außer Menschen, ja? So, und das könnte ja auch ein Ursprung all dessen sein, dafür muss es keinen Gott geben. Oder einen Teufel. Guck mal, ich sag dir was. Man sagt, ein Quantencomputer, die Funktion eines Quantencomputers ist total verrückt. Man sollte es auch versuchen, gar nicht zu erklären. Klar kann man sagen, mit der Quantenverschränkung, dass die Qubits alle eingefangen sind und verschränkt. Aber man will nicht zu tiefgründig reingehen. Will man auch gar nicht drüber reden. Ne? Aber das Ding, das kann Unheimliches. So ein Quanten. Und wir sind gerade erst am Anfang. Aber diese Dinge sind ganz unheimlich. Weißt du warum? Was ich dir sage? Weil man da mit den unsichtbaren Wesen kommuniziert. Ja, und die unsichtbaren Wesen, die haben auch das Know-how, was quasi über zeitliche Grenzen hinausgeht. Ja, aber unsichtbare Wesen wären heute zum Beispiel auch Radiowellen. Ja, wenn es keinem erzählen würde, dann würde es ein unsichtbares Wesen. Es ist aber kein Wesen. Ja, sicher. Das ist ja so das Entscheidende. Wer sagt denn, dass es ein unsichtbares Wesen überhaupt gibt? Wer sagt uns nicht, dass das alles Technik ist? Also nochmal, wir reden darüber, dass jemand das hier alles erschaffen hat. Ja, wir wissen nicht, wer das ist. Ja, aber was wir wissen, eine Kuppel weiter gewesen ist, auf, die uns einfach aber, eine Spritze rüber gereicht hat und mal geguckt hat, was hier passiert. Pass auf, aber was wir wissen ist, ja, dass er absolute Hochtechnologie kennt und besitzt. Ja, er ist sehr, sehr hochintelligent. So, oder die, oder was auch immer. Ja, so, und mit anderen Worten, wer sagt uns, dass das alles nicht nur einfach Technik ist? Weil ja, technisch, so. Das Wort ist leider für mich so persönlich, weil ich bin so ein bisschen deutsch, so präzise mit den Wörtern, auch wenn ich ab und zu grammatisch falsch spreche. Technik bedeutet handmade, von Mensch. Ja, und deswegen passt das nicht für mich. Ja, nein, habe ich doch gerade erklärt. Ne? Wenn es jetzt andere Wesenheiten gibt, die Technik nutzen, ist es nicht menschgemacht. Ja, okay, dann ist es handmade von anderen Wesenheiten. Ja. Dann ist es Wesen gemacht, ja. Darauf könnten wir uns einigen. Ja, anders wäre es ja handmade von Gott. Ja, und das nennen wir Natur. Das nennen wir Natur. Die Technologie von Gott nennen wir Natur. Ja, zum Beispiel, weil du das gerade ansprichst. Es gibt auch Natur, aber auch Technologie. Es gibt zum Beispiel Religionen, die halten
das Göttliche nicht als Wesen, sondern das Göttliche an sich, die Natur. Und wenn ich das zum Beispiel jetzt mal für voll nehme, dann stelle ich fest, die Natur umgibt uns, sie ist immer da, sie existiert überall, ja, auch mit dem Hinweis, Gott sieht alles, ja, wenn die Natur Gott ist, ja, dann käme ich darauf schon viel eher klar, aber dann haben wir hier auch kein Wesen, wie wir sehen, ja, oder eine, was weiß ich, sowas wie, was, also was wir unter Götter kennen, kennen wir ja aus diesen drei Bücherreligionen, ne, so, und die Natur, ist die Natur zum Beispiel, frage ich dich jetzt als Gläubigen, ne, ist die Natur Gott? Für mich nein, sie ist quasi das Haus, das Gott für uns gemacht hat. Die Natur, die Welt, die Umwelt, sage ich mal. Aber sie ist genauso wie sie ist ein Lebewesen auch. Sie ist genauso, wie man von Gott sagt, allzeit schon immer existent und überall vorhanden. Nein. Aber wie gesagt, keine weiß, ob das ein Gott gibt oder mehrere Götter gibt, die am Tisch zusammensitzen. Die Persönlichkeit da, was Lambo vorher beschrieben hatte, mit dem, der diese übertriebene Technik hätte, ne, das alles hier zu gestalten, also technologisch gesehen, ne, dann wäre das für mich nicht Gott, sondern dann wäre das für mich halt der bleibt. So würde ich ihn nennen. Ne? Der bleibt, also ne, wenn sich das hier technologisch alles auseinanderzieht und wieder zusammensetzt, ne, wenn das alles technologisch alles so ne, gemacht ist, dann ist er für mich nicht Gott, sondern halt der bleibt, würde ich sagen. Weil er bleibt die Konstante und er ne, macht das halt alles. Kein beneidenswerter Job. Guck mal, ich sag mal, zum Beispiel im Doppelspaltexperiment, ne, dass dieses kleine Elektron quasi so eine Art Bewusstsein hatte und sich beobachtet gefühlt hat. Ja. Das kann natürlich den einen oder anderen auf den Gedanken bringen, dass die Umwelt auch schon Gott ist. Nein, die Umwelt ist einfach lebendig, genauso wie das Elektron auch lebendig ist oder das Atom. Ja, ein Atom von einem Stein ist genauso lebendig wie ein Atom, also ein Kohlenstoffatom von einem Stein ist genauso lebendig wie ein Kohlenstoffatom eines Menschen. Nur bei mir läuft gerade so Energiefeld durch, wie bei jedem anderen Lebewesen. Das wird quasi diese Biologie. Deswegen nennt man uns Biologie halt, dass wir diese Prozesse haben und so, anders wie ein Stein. Aber da ist ein Energiefeld. Ah, Moment, aber du sagst ja Biologie und Biologie ist falsch, Natur. Auch ein Stein ist Natur. Ja, ein Stein. Einem Gott zu tun, sondern nur mit der Schwingung zu tun. Und ich kann das Gleiche auch mit anderen Tönen erzeugen. Ich kann diese genau auf der gleichen Frequenz Schwingungen erzeugen und ebenfalls Menschen mit heilen. Ohne ein Gebet. Ja? Wieso also sind jetzt Atome nicht leblos? Pass auf, ja, nochmal. Die schwingen ja. Was hält die Atome denn zusammen? Es sind Schwingungen. Schwingungen sind Energien. Und nichts anderes. Alles besteht aus Schwingung. Das ist ja das Entscheidende. Ja? Und das ist höchstens lebendig. Und nicht das Atom, sondern die Schwingung. Aber bin ich nicht lebendig? Ich bin auch durch Schwingung. Ich bin eine Massenansammlung von Atomen, die schwingen, richtig? Ja, jeder nach seiner Symphonie schwingt jedes Atom, hält mich lebendig. Ja, mein Gehirn, was besteht in meinem Gehirn? Atome. Ja. Ja, aber das Atom, wie gesagt, existiert nur, weil es eine Schwingung gibt. Verstehst du das? Ohne Schwingung, also ohne Frequenzen. Wenn es danach geht, Seven, dann ist alles, was du siehst, fühlst, schmeckst, riechst und überhaupt wahrnimmst, nichts weiter als elektrische Signale interpretiert von deinem Gehirn. Ja, ist so. Richtig, Morpheus. Das war ein gutes Zitat jetzt gerade. Aber hier, was ich sagen wollte, wenn man mein Gehirn simulieren würde, ne, dann bräuchte man einen Computer, der so groß ist wie eine Großstadt. Ja? Man bräuchte ein eigenes Atomkraftwerk, um diesen Computer zu betreiben. Und man bräuchte einen Fluss zur Kühlung. Aber mein Gehirn funktioniert mit 20 Watt. Mein Gehirn, mein dummes Gehirn hier, ne? Das funktioniert mit 20 Watt. Um das zu simulieren mit dem Computer, weißt du, was das für ein Aufwand ist? So, und deswegen, natürlich gibt's einen Schöpfer. Und es ist alles wirklich wow. Für mich ja, aber glaubst du wirklich, dass es diesen Schöpfer interessiert, in welcher Reihenfolge dir du die Füße wäscht, bevor du betest? Versuch mal, für ihn persönlich spielt das keine Denkst du, Rolle. Dass Gott, ja, Gott interessiert das ein Scheißdreck? Genau, aber für mich persönlich ist das gut. Wir hatten zum Beispiel damals im Orient keine Fußpilzprobleme, ja? Weil man sich die Füße 5-mal am Tag gewaschen hat. Ja, das haben wir hier auch, hier in Deutschland haben das auch kaum jemand. Also ich habe auch noch nie Fußprobleme. Warum? Da sind wir dann...
Das nennt man dann einfach Hygiene. Fertig. Genau. Und dieses Wort Hygiene ist auch ein Fremdwort, ist griechisch. Ja, nur weil ich nicht beten, heißt es doch nicht, dass ich meine Füße nicht wasche. Ja. Was ist das für ein Dummgelaber wieder? Die Griechen könnten sagen, ey, habt ihr kein eigenes Wort? Ein eigenes Wort? Wieso benutzt ihr griechische Worte? Ich sag mal Füße und ich habe keine Fußpflege. Hygiene zur Reinigung. Habt ihr kein eigenes zur Körpflege? Ja, aber das geht, aber du gehst vom Thema weg. Du bist vom Thema weggegangen. Du bist vom Thema weggegangen. Die Frage ist, ob es Gott interessiert, in welcher Reihenfolge du dir die Füße wäschst. Oder ob das nicht allzu menschlich ist, um andere Menschen zu unterdrücken. Sich zu waschen? Nein, aber nach einer bestimmten Reihenfolge sich die Füße zu waschen, als ob Gott das sich dafür interessiert. Nein, das ist aber logischer Menschenverstand, dass du mit den Füßen anfängst. Bevor du die anderen Sachen wäschst. Das ist nicht logischer Menschenverstand. Ich kenne sowas nicht. Ja, für dich ist das Logik. Für mich nicht. Das heißt nicht, dass ich dumm bin, weißt du? Wenn ich duschen gehe, ja, dann reinige ich erst einmal meinen Körper, dann meinen Kopf, zum Schluss die Füße. Richtig. Genau duschen, so genau. Seit wann haben wir Dusche? Sehr gut. Dusche. Ja, Dusche, das Wort ist aus dem Französischen, ne? Auch super. Ja? Da sieht man nämlich, wo das alles herkommt. Früher hat man nicht geduscht, hat man sich gewaschen. Da hat man einen Eimer genommen, aus dem Brunnen geholt oder so ein Kelch oder was weiß ich. Man hat ja. Sich ja, weil man und früher die Technologie hat. Warte mal, und dann hat man sich nicht zuerst das Gesicht gewaschen. Nein. Doch, wir haben immer zuerst Gesicht gewaschen. Doch, hat man auch. Also meine Oma. Ihr Heiden, ihr Ungläubigen, was fällt euch ein? Nein, erst die Hände, dann das Gesicht, zum Schluss die Füße. Scheiße. Auf jeden Fall, ich habe das mit den Füßen gerade einfach vorweggenommen, natürlich auch ein bisschen emotional hier. Aber es ist wichtig, dass man sich wäscht, ja? Und ja, natürlich. Dass es zu Teil einer Religion wird. Ja, aber willst du mir jetzt sagen, dass alle außerhalb des Islams sich nicht waschen, oder was? Damals gab es richtige Probleme an anderen Orten der Welt. Ja, ich habe da nicht gelebt, aber es ist historisch bewiesen, dass es Hygieneprobleme gab auf der Welt. Und wenn das Teil einer Lebensreligion wird, einer Lebensart, dass du morgens aufstehst und dich erstmal wäschst. Und trotz all dem hatten alle Arabers früher, also im islamischen Bereich, Lepra, Cholera oder sonstige Krankheiten, die sehr viel mit Hygiene zu tun haben. Es gab Krankheiten überall, aber Waschhäuser, ne? Hammams oder Dampfbäder. Was haben die Römer erfunden? Die ersten Badehäuser waren von den Römern. Richtig. Ja, und dann kamen die Vandalen, haben alles kaputt gemacht und dann hat man sich 1000 Jahre nicht mehr gewaschen. Da hat man 1000 Jahre kein Waschhaus mehr gehabt, obwohl die Römer das... Wenn wir uns 1000 Jahre hier nicht gewaschen hätten, wären wir alle tot. War doch fast so. Da gab es doch die Pest etc. Aber da gibt es also ganz viele Geschichten zur Pest. Das war richtig. Ja auch nicht in kurzer Zeit, sondern es gab ja mehrere Pest-Epidemien. Und dann ein Grund war zum Beispiel, dass ein völlig durchgeknallter christlicher Fanatiker gesagt hat, alle schwarzen Katzen bringen Unglück, sind vom Teufel oder mit Hexen und was weiß ich. Und deswegen hat man alle schwarzen Katzen umgebracht. Also die Pest war eine Biowaffe, ja, du kannst zum Beispiel nachgucken hier in Belgien, wie hat denn die Pest in Belgien aufgehört? Ja, weiß das jemand, wie die Pest hier in Belgien aufgehört hat? Ja, ich nehme an, die haben sich die Füße gewaschen. Nein, ich kann euch sagen, ne, und das könnt ihr alle historisch nachgucken und prüfen, ja, ich kann euch sagen, die Menschen haben beobachtet, dass diese sogenannten Ärzte rumgelaufen sind und die Klamotten an den Kranken, sie haben sie nicht gewaschen, im Gegenteil. Sie haben ihre Fäkalien und so weiter, Spucke und so weiter in die Klamotten immer wieder mit eingearbeitet und das den Leuten gegeben, mit in die Bettwäsche und. Das ist nachher rausgekommen, als die Menschen das endlich gecheckt hatten und rausgekommen haben, sie alle Ärzte umgebracht. Danach war die Pest vorbei. So ist in Belgien die Pest geendet. Und das sagt mir zum Beispiel ganz klar, dass es sich hier nicht um irgendeine Seuche oder Krankheit gehandelt hat, sondern dass man sowas wie eine Biowaffe unter Vorsatz eingesetzt hat und die Menschen damit rationalisiert hat und nichts anderes. Und wie gesagt, das mit dieser Katze, das ist tatsächlich, mit den Katzen, das ist tatsächlich wahr. Man hat die alle umgebracht und dann sind so viele Ratten in die Stadt gekommen, weil die keine natürlichen Feinde mehr hatten. Würde ich sagen, hahaha, meine Babys umgebracht. Alle Katzen auf der Welt sind meine Babys. Dann habe ich mal eine Frage für euch. Was ist hygienischer, so ein BD, wo man sich wäscht, oder Toilettenpapier?
BD, was meinst du, warum die Europäer seit, weiß ich nicht, wie viel langer Zeit schon BDs benutzt haben, was ja mittlerweile kaum noch vorhanden ist, leider. Richtig? Ja, ist vorhanden. Ja. Außerdem mit dem Toilettenpapier-Argument kann heutzutage niemand mehr kommen. Das ist völlig schirnrissig, weil jeder hat heute Feuchttücher. Das ist ein Standard. Ist so. Aber auf jeden Fall feucht ist schon mal besser, das stimmt. Ja, und damit kann man auch alles hygienisch reinigen. So ist es nicht. Ja, das trocken also, ist also, aber was ist das schon, wenn man darüber diskutiert? Du machst jetzt mal Stopp. Weil wenn man schon darüber diskutiert, wie andere Menschen sich den Arsch abwischen, und ob man dann ein besserer Mensch ist, wenn man es mit Feuchtpapier macht oder nur mit Klopapier. Ja, Digga, wo leben wir? Hygienisch. Aber guck mal, wie hygienisch ist das, wenn man einfach so eine Kanne nimmt und 500 Leute mit gleichem Kanne Wasser reinmacht, Arsch wascht. Du weißt nicht mal, ob da Bakterien reingegangen ist. Also das ist auch nicht hygienisch. Weißt du? Ich gebe euch mal einen ganz einfachen Tipp, wie man das macht. Nicht einführen, ne? Das ist eine Gießkanne. Man macht das jeden Morgen nach Termin. Man hat einen Rhythmus im Körper sich irgendwann erschaffen, dass man weiß, nach dem zweiten Kaffee geht man auf die Toilette, lässt es gewaltig scheppern und direkt danach geht man jeden Morgen unter die Dusche. Und alles ist wunderbar. Du kannst den Tag starten. Der Tag ist dein Freund. Wir haben hier aus dem Chat noch einen guten Tipp. Einfach trocknen lassen, dann fällt das von alleine ab. Nein, aber im Restaurant zum Beispiel, ne, bei meinem Mann im Restaurant. Die ganzen Muslimen, natürlich waschen die das Po mit dem Wasser. Ne? Und da gibt es eine Kanne, den ganzen Zeit, wenn du aufs Klo gehst, Kacke machst und mit demselben Kanne tun dir alle Wasser reinmachen, Arsch wischen. Also ich würde niemals diese Kanne anfassen. Ja, weil du weißt ja nicht, mit welchen. Fassen. Da darfst du auch niemals die Hände waschen, weil der Wasserhahn, wenn du bei McDonald's warst, da haben ganz viele Menschen angefasst. Tausende Millionen Menschen haben da angefasst. Deswegen sind die alle, dass du nur noch die Hand davor hältst, dass du das gar nicht mehr anfassen musst. Nicht alle. Nicht alle. In den McDonald's-Filialen definitiv. Wirklich nicht. Egal. Aber auf jeden Fall, dann darfst du in deinem Restaurant und dein Mann mit dem Restaurant, der könnte auch ein bisschen investieren in ein BD, wenn er so nett ist. Also grundsätzlich... Thema, wenn ich das mal so sagen darf. Alter, quatschen wir jetzt wirklich darüber, was die beste Form ist, sich den Arsch abzuwischen? Ja. Also verschwende ich jetzt meine Lebenszeit auf TikTok, um mir anzuhören, dass es mit einer Kanne oder mit Feuchtpapier oder mit was weiß ich nicht, Alter, besser ist, sich den Arsch abzuwischen. Habt ihr sie noch alle? Ja, das ist schon krank, ne? Das ist ein ziemlich beschissenes Thema. Um's gelinde auszudrücken, ja. Oh Mann. Pflege zu einem religiösen Menschen dazu. Lassen wir es so stehen. Also Hygiene gehört zu jedem hygienischen Menschen dazu, können wir auch so stehen lassen. Ja, die Buddhisten, die glauben nicht an monotheistische Götter. Sind das jetzt alles Dreckige? Ja. Die Buddhisten sind auch religiös. Die machen da auch ihre Reinheits. Okay, Hindus nicht mit ihren Rattendingen. Ich muss zugeben, ey, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Ich letztens noch mal gesehen, wie die da zusammen essen und so. Hut ab für den Mut. Ja, aber das ist ja auch denen ihre Sache. Und wenn die im Ganges baden wollen, was auch total unhygienisch ist, dann ist das denen ihre Sache. Und das macht nicht einen schlechteren Mensch aus dir. Und nur weil du dir den Arsch mit einer Kanne abwischt, macht das aus dir keinen besseren. Schön, gebe ich ungern eine Umarmung. Oh Mann, ey. Ja, mit der Hände essen ist auch nicht hygienisch. Eigentlich nicht. Doch. Aber was passiert denn, wenn du Menschen hyperallergen erziehst? Was passiert denn? Du lässt an dein Kind niemals Katzen, Hunde, irgendeinen Dreck. Mit den Händen, was machst du dann? Was passiert mit dem Körper? Mit den Händen essen, da ist man nicht hypoallergen aufgewachsen und man fühlt das Essen viel besser. Erstmal ein Döner mit Messer und Gabel. Ja. Döner ist was anderes, aber viele arabische Länder essen eine schöne auch Pizza. Reis. Doch, da leckt man sich Fingerfood. Ja, aber ihr habt nicht verstanden, worum es mir gegangen ist. Wenn du ein Kind absolut
von allen Sachen fernhältst, dann wird es Allergien und Krankheiten bekommen. Wer sagt denn, dass er kein Esel reiten darf? Was? Wer sagt denn, dass er kein Esel reiten darf? Ja, solange der Esel nicht ihn reitet, ist mir das relativ egal. Also nochmal, um das mal jetzt mal klarzustellen. Für mich also, ist das zweimal lustig, Leute, weil ich sowohl Seven sehr lang, also mit Seven schon Stunden verbracht habe, mit Patrick auch. Ich kenne beide unabhängig voneinander, kenne ich sie beide, ne? So, und aber bei beiden, ey, es ist herrlich. Es ist für mich zweimal lustig. So, da ist Liebe. Da ist schon Liebe ein bisschen. Also um das jetzt mal klarzustellen. Also, sehr wenn gut du. Erkannt. Wenn du Menschen zum Beispiel zu hygienisch hältst, von allen Bakterien fern und so weiter, ist das schlecht. Aber wir müssen grundsätzlich unterscheiden, Dreck ist gut für den Menschen, ja, gut für das Immunsystem, ja, in begrenztem Maße, ja, damit es sich eben auch an sowas gewöhnen kann und Abwehrstoffe und so weiter entwickeln kann. So, aber was nicht gut ist, und das ist schon immer bekannt, sind Fäkalien. Fäkalien sind hochgefährlich für den Menschen, ja, und sie führen zu den schlimmsten und schwersten Krankheiten bis hin zu Seuchen und Ausrottungen. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Dreck an sich wiederum ist eine ganz andere Sache, ne? Also andere Bakterien und so weiter, aber Fäkalien sind sehr problematisch. Ja, das wollte ich jetzt nur mal festhalten. Es gibt solche Naturvölker, die sogar extra ihre Pfeilspitzen in Kot und sowas reinmachen, damit, wenn du getroffen wirst, du auf jeden Fall eine. Vergift uns nichts. Patrick. Genau. Guck mal, denselben Gedanken hatte ich auch gerade, du hast es ausgesprochen. Du musst genau an das Gleiche denken, wo er sagte, Fäkalien sind hochgradig gefährlich, muss sich an dieses indigene Volk denken mit den Pfeilspitzen. Ja, wenn du gerade davon sprichst, muss ich an die Typen denken, die sich irgendeine Pisse von irgendeinem Tier holen, da trinken und sich durchs Gesicht schmieren. Aber das, das ist auch krass, Mann. Ja, das hat vor Horner sich auch gedacht. Ist Urin gesund, hat er nicht gedacht. Ist Urin gesund? Nee, ist ein Abfallprodukt, ja, es ist nicht wie Fäkalien an sich, aber also ich halte es nicht für gesund. Also es gibt Menschen, die schwören darauf, ich sag ganz klar, ich brauche keine Pisse, ich brauche viele Vitamine und Öle und dann ist alles gut. Wenn der Urin im Körper bleiben sollte, dann wird der Körper ihn im Körper lassen. Aber er soll ja raus und dann nicht oben wieder rein. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Das ist richtig. Das ist rein logisch richtig. Widerlich. Ne, wenn wir es jetzt einfach von der Logik her nehmen würden, hat Patrick zu 100% recht. Der Körper scheidet es aus einem bestimmten Grund und du willst es dir wieder reintun. Was? Hier schreibt gerade einer, die Außerirdischen wollen, dass wir Pisse trinken. Es gibt keine Außerirdischen. Die gab es noch nie und die wird es auch nie geben. Dafür brüchst du nämlich erstmal ein Weltall und das gibt's auch nicht. Richtig. Richtig, genau das. Das heißt, weil, alles, was ihr weil, wie gesagt, kurze Frage, hat, welches ist der hellste Stern am Firmament? Wenn es ist der Polarstern. Was? Es ist der Polarstern am Firmament. Das sagst du. Wir benutzen es sogar in unseren eigenen Sprichworten. Der hellste Stern am Firmament. Was für ein Firmament? Ja, da kann man auch sagen, das ist einfach nur bildungssprachlich für Himmel. Nein, das stimmt nicht. Firmament bedeutet Himmelsgewölbe, Himmelszelt. Das bedeutet Firmament. Und Firmament ist das gleiche wie ein Fundament. Es ist ein Bau. Auch das Firmament ist gebaut und nichts anderes. Aber das denke ich auch. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt, wie Kati Bey sagte, schwer zu beweisen. Oder das Gegenteil zu beweisen? Also ich kann nur eins beweisen, nur das, was ich denke, was ich sehe, was ich höre mit meinem eigenen Hirn, was anderes kann ich nicht beweisen. Und das, was ich nicht weiß, macht mich auch nicht heiß. Also ich sag dir mal zum Beispiel am Donner, ne, an dem Sound des Donners, ist zum Beispiel der Beweis, dass wir unter einem Firmament, auch manche sagen ja Kuppel, leben. Ja, der Schall, der dort hin und her schlägt, funktioniert nur in einem geschlossenen Raum. Und das kann man beweisen. Ja, also ist klar, wir befinden uns in einem geschlossenen System. Ne, alleine der Donner zeigt das, beweist das. Auch der Luftdruck. Es gibt keinen Druck ohne einen Behälter. Gibt es nicht. Es könnte kein Luftdruck existieren.
wenn wir nicht in einem geschlossenen Raum leben. Ja, wir sind im geschlossenen Raum und wir können leider Gottes nicht von hier weg. Das ist, was die Satanisten probieren. Ja? Dass, sie versuchen ja, diese Welt zu verlassen. Ne? Sie wollen raus aus dieser Welt. Sie haben den Menschen eingeredet, dass wir in einer Art fliegendem Raumschiff durchs Weltall fliegen, wo die Ressourcen immer knapper werden. Ja. Ist doch geil, wenn die Gefangenen gar nicht wissen, dass sie gehen können. Ja. Aber wohin? Hinter den Eisringen. Wir werden das niemals sehen. Das werden nur die Leute sehen, die du da oben vielleicht, sitzen. Aber ich werde alles daran setzen, dass ich das eines Tages sehen ja, kann. Ja, unsere Seelen vielleicht, ja, aber Körper glaube ich eher nicht. Nicht mal meine Seele. Irgendwann, jetzt hat zum Beispiel Putin hat den Antarktis-Vertrag aufgekündigt. Echt? Ja, ja. Seit wann? Ja, er macht da nicht mehr mit. Da musst du mir mal schicken. Das habe ich nicht gehört. Schicke ich dir. Ja, da will ich aber mal reinziehen. Oh, das ist, ja, und ich weiß auch gar nicht, ob es diesen Fall hat jemals gegeben, ob jemand aus dem Tag also wieder rausgegangen ist. Ich glaube nicht, soweit ich weiß. Nee, bis jetzt nicht, ne? Das ist mal eine Neuigkeit. Ja, aber wie gesagt, Putin ist ja ausgestoßener sozusagen, ne? Das heißt, er will reine Tisch machen. Langsam. Ja, wenn er das machen würde, würde er keine Raumfahrt machen. Deswegen ist er ebenfalls ein Satanist, braucht niemand zu erzählen. Auch er läuft mit den Giftspritzen rum und sagt allen, spritzt euch. Ja, also der gehört dazu und er macht vor allem die Raumfahrt. Und jeder, der die Raumfahrt macht, der ist NWO, braucht man gar nicht zu diskutieren. Wie war das jetzt mit Indien? Die haben ja auch so ein schönes Raumfahrtprojekt. Ja, Indien war lustig. Ja, da sah ja Space Invaders besser aus. Ja. Aber du siehst auch, wo sie gesagt haben, damit das ja nicht angezweifelt wird, das ist ein Fakt. Immer, dass sie es noch dazu sagen müssen. Ich sage euch, kauft euch ein Teleskop oder kauft euch irgendein Handy, fotografiert mal so einen Stern, zoomt mal ran. Ich habe gerade so ein Bildchen drin, was ihr da seht. Und es wird exakt dasselbe sein, was die Leute mit einem 500-Millionen-Teleskop sehen. Und der Rest ist... Ey, hast du dir mal die Bilder angeguckt, die angeblich von anderen Planeten machen können und hast du dir dann mal die Überwachungskameras von einer Bank angeschaut? Ja. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, da kannst du nicht mal den Täter erkennen, aber die können dir auf dem Planeten die Winde zeigen. Ich glaube, Tages. Ich lache immer darüber. Das sieht aus, als ob ein Kind eine Treppe rückwärts runtergestoßen wurde mit einer 6-Euro Unterwasserkamera aus diesem Haarplastik schön leuchtend. Also sowas und das bringt Leute in Gefahr. Kannst du das mal kurz groß machen, dass die Leute mal sehen, ganz kurz, wie der Abendhimmel dann aussieht, wie so ein so. Und mehr ist auch nicht zu sehen mit einem 100-Millionen-Teleskop, 500 Millionen, wie auch immer. Mehr ist es einfach nicht. Richtig, der Rest und ist Computer. Und NASA-Gestalter, nenne ich es mal, oder Computerspezialisten, wie man aus diesem Bild dann so ein schönes visuelles Prunkstück macht, was man den Leuten dann im Fernsehen präsentieren kann, wo denen der Unterkiefer runterfällt und sie sagen, das nenne ich mal gut, dann muss ich mir gleich nochmal so ein NASA-T-Shirt kaufen. Ja. So ähnlich sieht das aus. Also Nur mal so, für eure Informationen. Diese vier Bilder sind jeweils von einem Raumfahrtprogramm. Einmal von Japan, einmal von Europa, also von der ESA, und einmal von Russland und einmal von der NASA. Und trotzdem haben alle vier ein komplett anderes Bild der Erde. Ja, das sind auch voll natürliche Fotos. Die sehen überhaupt nicht irgendwie künstlich aus. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, man sagt ja, es gibt ja überall Raumfahrtprogramme, aber die Leute sind sich da nicht mal einig. Vorhin hat doch auch jemand gesagt, dass das ein unwahrscheinlicher Aufwand wäre, technologisch gesehen, uns in einer künstlichen Realität gefangen zu halten. Aber das ist gar nicht mal so aufwendig, wenn man überlegt, dass wir A, gar nicht so viel Prozent unseres Hirns benutzen, dass das ein großer technologischer Aufwand wäre. Das wäre vielleicht, wenn wir das nutzen würden, dann könnten wir da vielleicht raus. Aber mit dem, was wir an Hirn nutzen, ist das gar nicht mal technologisch so ein großer Aufwand. Und dann hat man ja schon erwiesen, wenn man sich Teilchen anguckt, wenn man die beobachtet,
dann verhalten die sich anders, als wenn man die nicht beobachtet, wie in einer virtuellen Umgebung, wo auch in einem Spiel sich, wenn du vorwärts läufst, das, was vor dir ist, sich zusammensetzt und was hinter dir ist, ne, virtuell nicht mehr existiert. So nach dem Motto. So, weißt du, so, das ist gar nicht mal so weit hergeholt, ne? Wie willst du deine Kinder jetzt beibringen oder sagen, dass alles, was du in Schule lernst, ist falsch? Das kannst du aber nicht machen. Nee, stimmt ja nicht. Lesen, Schreiben, Rechnen ist gut und funktioniert. Ja, aber das ist auch alles. Ne? Aber alles diese Informationen, diese Fake-Infos, was wir nehmen, wie willst du denen beibringen, dass das eigentlich nicht so ist? Über Familienwissen, ganz einfach. Genau, und du sagst ihnen einfach, in der Schule muss man nur lernen. Da lernt man auch viel Falsches, muss ich dir von Anfang an sagen. Richtig, ich muss ihm sagen, da brauchst du, mach da gute Noten, lern den Quatsch, weiß von vornherein, dass das Müll ist. Und dann zeig ihm auch, was dann das Richtige ist von vornherein und nenn das Familienwissen, ganz einfach. Und dein Familienwissen bleibt in der Familie und trägst du nicht nach außen, fertig. Genau. Okay. Aber das ist eine harte Bürde. Mitspielen, ist klar. Das ist eine sehr harte Bürde. Das ist die Realität. Aber ich meine, meine Kinder sind schon volljährig, ne? Bis jetzt, was die gelernt haben und jetzt alles rückgängig machen, ob die mich verstehen, das ist eine andere Sache. Ja, im Endeffekt kannst du sie nur darin einführen, davon sich überzeugen und das alles nachzuprüfen müssen sie ja selber. Du kannst ihnen keine Frikadelle ans Ohr quatschen. Sie müssen so wie du, wie jeder andere, sich selbst und zwar alleine davon überzeugen können und zu diesem Ergebnis kommen. Und dann wissen sie es erst, vorher nicht. Ja, und dann sagen die, wofür sind wir zur Schule gegangen, diese 11 Jahre? Das heißt umsonst. Ja, da habe ich doch auch das Problem. Ich weiß auch, dass ich heute, was ich in der Schule gelernt habe, das Einzige, was nützlich war, war Lesen, Rechnen, Schreiben. Aber immerhin, das war schon das mal wert. Das konnte ich auch ohne Schule. Das hat mir meine Mama beigebracht mit 5 oder mit 4. Ja. Also Lesen, Schreiben habe ich zu Hause gelernt, ohne Schule. Ja, aber jetzt hör mal auf, ganz ehrlich, ich nenne ja nur mal die Rechtschreibung, ja, die lernst du über Jahre hinweg, die kommt jetzt nicht einfach, die hat mir Mama beigebracht, ja, und damit ist es gut. Ne? Also das ist schon ein jahrelanger Prozess. Weißt du, wie du am besten Rechtschreibung lernst? Lesen. Ja, einfach richtig. Lesen. Ja, aber das ist fatale, wenn du heute Gender-Texte liest, mein Freund. Ja, da hast du natürlich recht. Aber wie gesagt, das Beste, um Schreiben zu lernen, ist Lesen. Weil dann siehst du doch, wie es geschrieben wird. Ja. Wiederholung. Lesen, 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 lesen. Ja, aber dann kommen die Penner mit einer neuen Rechtschreibreform um die Ecke, wo dann alles plötzlich anders geschrieben wird, weil das irgendwelchen Leuten jetzt gerade so in den Kram passt. Ja, und weißt du, was noch auffällt? Das passiert alle paar Jahrzehnte. Es gab ja auch früher Altdeutsch, ne, und auch andere Schrift, verstehst du? Ich meine, auch die Schrift wird ständig verändert, wie die Grammatik ständig verändert wird. Die Sprachen werden bewusst und mit Absicht ständig verändert. Richtig. Weil sonst würde ja Wissen erhalten bleiben für immer, konserviert sein. Damit du keinen Zugriff zu 50 Jahre nicht mehr erkennen können, was da geschrieben worden ist. Was mir auch aufgefallen ist, ist an sich, auch in der Mathematik, wir gehen immer davon aus, dass wir richtig Mathe gelernt haben. Das, was wir gelernt haben, können wir auch effektiv einsetzen. Aber wir sehen doch schon die Unterschiede zwischen China, Japan, Deutschland in Mathe-Rechenfunktionen. Wie kann man was ausrechnen? Irgendwelche Brüche, dass die komplett andere Techniken haben teilweise. Oder teilweise viel schneller. Ja, und das ist ja das Wissen, das man uns vorenthält. Deswegen gibt es ja auch sogenannte... Ja, deswegen gibt es ja auch sogenannte Supermathematiker. Was die haben, ist halt Wissen, wie man halt komplizierte Aufgaben easy ausrechnet. Ganz einfach. Ja, ne? Wir haben in der Schule noch so behinderten Scheißzahlen ausrechnen, aber weil uns kein hohes Geld oder keine hohen Zahlen zustehen sollen auf irgendeinem Kontostand, wir brauchen nur bis 100 rechnen, fertig, oder bis 1000. Mehr brauchen wir am besten gar nicht rechnen. Ich habe mein kleines Lexikon hier gezeigt mit Illustrationen drin von 1936 Berlin. Das Ding habe ich hier noch. Und das ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Buch, was du heute kriegst, jetzt ganz ehrlich, was Allgemeinbildung und alles angeht. Mit Illustrationen drin und alles. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Wer hat denn jetzt ein Lexikon von 1980? Hat das irgendjemand? 1980, 1990? Leider nicht. 36, im Studio vielleicht, ich habe 1936. Ja, aber das ist zu alt, weil ich wollte nämlich Kondensstreifen gucken. Das ist nämlich ganz lustig, wenn du liest von 1980 bis im Jahr knapp 2000 und danach in dem Lexikon liest, was über Kondensstreifen drinsteht, ja, da fällst du vom Glauben ab.
Und das musst du dir mal geben, ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr auf dem Flohmarkt seid oder im Internet und euch mal irgendwo ein Lexikon oder sowas kauft, kauft euch eins ab 1980 bis zum Jahr 2000. Ja, das ist nämlich was sehr, sehr Wertvolles. Ja, und dann nimmt ein Lexikon, ne, nach 2000 und so weiter. Ja, und wenn wir gerade dabei sind, checkt mal die Wayback Machine aus. Wie man einfach Internetseiten, die gelöscht wurden, wiederherstellen kann. Ja, mit anderen Worten, die sind da nicht wieder, also die sind ja gespeichert, die sind gesichert. Alles, was im Netz jemals war, ist über Wayback-Maschinen abgreifbar, weil es ja halt gesichert ist. Ne? Also es ist vorhanden. Ja, richtig. Und da kann man dann plötzlich auch sehen, dass die Definition einer tödlichen Pandemie einfach im Jahre 2008 oder 2009, bin ich mir nicht ganz sicher, einfach geändert wurde. Ganz genau, exakt. Da wurden dann, weil eine tödliche Pandemie wird dann seit der Zeit nicht mehr an den Toten bemessen, sondern an den Infizierten. Aber dann ist es auch eine Infizierten-Pandemie und keine tödliche. Deswegen war die Schweinegrippe auch so wesentlich. Deswegen muss jeder über die Schweinegrippe Bescheid wissen, weil das war der Anfang zu dem, was wir 2020 hier erlebt haben. Und ja. Ich sag ja, wenn wir nichts dagegen machen, dann wird es so sein wie in dem schönen Film, dann wird hier bald Gatorade durch die Wasserhähne laufen, um uns gesund zu halten, möglichst gesund. Ja, ist ja Elektrolyse drin. Ja. So, da sind sie dann alle auf einmal voll die Fachleute. Wieso, da ist da Elektrolyse drin? Haben sie da irgendein Fachwort ausgesprochen? Ja, ich bin nicht, ich habe drauf. Ja, aber hier zur Antarktis, gehen wir mal davon aus, das ist wirklich ein runder Kreis, der uns hier alle gefangen hält. Ist es dann vielleicht die Weltenschlange, die man damals gemeint hat? Yumonyanga oder wie er heißt? Wäre dann Jörmungandr. Ja, genau. Das ist ein schwieriger Name, ich krieg das nie auch richtig ausgesprochen. Aber Tatsache ist, kann ja sein, die Wikinger waren ja viel auf dem Meer unterwegs und vielleicht sind sie ja zu dieser riesigen weißen Schlange gekommen und sind immer weiter gefahren und haben gemerkt, boah, das hört ja gar nicht auf. Und sind so eben auf ihre Mythologie der Weltenschlange überhaupt erst gekommen, weil irgendwoher muss das ja kommen. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, über einen Vogel, ja, der in die Antarktis fliegt. Ja, und wenn wir den Chip reinbauen, könnten wir den ja weiterfliegen lassen. Und damit kämen wir durch, damit könnten wir rausfinden, was Sache ist. Was hinter der Antarktis ist. Ein Vogel wäre nicht schlecht, ne? So Schwalbe, ja, aber irgendeine Blabberschwalbe. Ich verstehe auch die Menschen nicht, warum die nicht, wo das Vorstellungsvermögen bleibt. Stell dir mal wirklich vor, die haben uns alle belogen, dass hier ein Globus ist und es ist wirklich flach. Was wäre denn das Erste, was ganz viele Menschen machen würden? Die würden versuchen, hier auszubrechen. Ja, die Neugier ja, ist die größte Gefahr. Nur ist das Gras grüner, aber solange der Fernseher noch existiert, schaffen die es nicht, den Arsch hochzukriegen. Aber ganz ehrlich, warum sollte man ausbrechen? So schlimm ist es doch nicht in dem eigenen Dorf. Ja, und die Welt war immer ein Dorf. Was? Moment, diese Welt ist die Hölle. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich lebe nicht im Paradies, tut mir leid. Nee, das stimmt. Die Welt ist schon die Welt. Ja, das ist nicht Himmel oder Hölle. Das ist eine Mischung von beiden. Aber das ist das auch. Man kann sich auch ein bisschen das Leben... Ja, man kann halt ziemlich viel ignorieren, was hier auf der Erde passiert. Und dann kann man auch glücklich sein. Selig sind die Dummen. Richtig. Ja. Es ist leider so. Aber natürlich sollst du auch auf deines Glückes Schmied sein. Du kannst nicht die Welt. Es ist ein sehr schönes... Du kannst es nicht. Okay, ich kann nicht die Welt retten. Und Weißt du, wie viele Sachen als unmöglich galten, bis irgendjemand gekommen ist und gar nicht groß drüber geschwätzt hat und es einfach gemacht hat? Wie Che Guevara zum Beispiel. Che Guevara hat's gemacht. Er ist auch relativ weit gekommen. Und er ist auf jeden Fall jemand, dessen Namen man kennt. Ja? Aber leider ist die Welt, wie sie ist, seit Jahrtausenden. Ja, und ich bin nicht der Messias oder der falsche Fuller. Wir alle sind der Messias. Ja, das jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch hat schöpferische Fähigkeiten, hat ein Geist ist handlungsfähig. Wir alle sind ein Messias. Dass man den Leuten eingeredet hat, oh, es gibt nur einen Messias, das hat alle anderen direkt als minderwertig abgestempelt. Auf jeden Fall, ich kann meiner Familie ein schönes Leben machen, aber nicht allen Menschen, leider. Aber auch nur für eine gewisse Zeit, bis dann wieder irgendwas kommt, bis sie dir einen Konflikt schicken, der dich betreffen soll.
Und dann sind 50 Jahre erfahrenes Aufbauen von irgendwelchen Sachen dann wieder für die Katz. Wie viele Familien hat alleine dieser Covid-Scheißdreck aller zerstört? Ja. Wer hat Covid aufgehalten? Ja, Putin. Nicht Trump, der als der mit dem Krieg in der Ukraine angefangen hat, hat der Coronavirus, ist der aus den Medien verschwunden und danach hat das kein Mensch mehr interessiert. Also müssten wir ihm eigentlich ein Dankeschön. Ja, sicher. Und auch während des Streams. Also wir müssen immer, ihm nicht danken dafür. Es gehört ja alles zum Plan. Dafür muss niemand dankbar sein. Das war ja alles so geplant, dass wir alle Ukrainer plötzlich sind und nicht mehr geimpft oder ungeimpft. Das gehört alles zum Plan. Wir müssen die Leute checken. Ja. Aber es gehört auch genauso zum Plan, dass wir jetzt alle vernetzt sind, dass wir überhaupt Zugang zu haben. Aber Severin, kennst du das türkische Sprichwort, du sollst erst dein Land beschützen, bevor du deine Familie beschützt? Weil was bringt dir deine Familie, wenn du kein Land hast? Ich kenne das arabische Sprichwort, ja. Wenn dir dein Land nicht gefällt, dann geh in deine Stadt. Wenn deine Stadt nicht gefällt, geh in deine Straße. Wenn dir deine Straße nicht gefällt, dann geh in dein Zuhause. Wenn dein Zuhause dir nicht gefällt, dann geh in dein Herz. Fang damit an. Ja, aber anstatt aufzustehen und eine bessere Welt zu schaffen, soll dann jeder, der nicht damit zufrieden ist, sich irgendwo daheim einsperren oder was? Nee, er soll an seinem Herzen anfangen, wie Michael Jackson sagte, ja? Hier, in the mirror. Fang erstmal mit deinem Herzen an, dein Leben so wirklich... Kannst du Herzen sehen? Kannst du Herzen beurteilen? Kannst du das? Nein. Wer kann das? Jeder sollte an Niemand kann das. Jeder sollte Niemand an seinem Herzen. Wenn man zu jemand anderen sagt, arbeite an deinem Herzen, dann ist das einfach nur, damit man ihn niedermacht. Entschuldigung, so meinte ich das nicht. Wir wollten jetzt nicht mich besser stellen als dich oder. Ja, aber das ist eben die Grundessenz dieser fanatischen, monotheistischen Religionen. Ist so. Das, was wir tun, ist besser als das, was ihr tut. Auf jeden Fall, Michael Jackson hat das auch gesagt. Ja, und ich habe jetzt. Man, du weißt nicht mal, wo Michael Jackson gerade ist. Aber weißt du, aber ich sag dir jetzt mal, also was du ja meinst, also dein Herz denkt nicht, dein Gehirn. Also wenn müssen wir im Gehirn anfangen.